high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Schon so aufgeregt wie ich. Ei, 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 ei. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ja, wo ist er denn, der Jupp? Wo ist er? Da ist er, der Jupp. Kleiner Check. Passt das Bild und passt der Ton? Das ist nämlich jetzt mal gleich ganz am Anfang, ist mir ganz wichtig. Ich will ja, dass mich jeder gut versteht. Du darfst auch was sagen. Ja, das wollen wir.
Ta-ta-ta! Nichts tun. Was? Der Martin hat geschrieben, nichts tun. Aber der Rest schreibt, passt. Doch, Ton. Vielleicht war das, weil er nur das Bild gesehen hat. Alles super, passt. Sehr schön. Sehr schön. Hey, da scheppert's neu hier in den Chat. Das ist Wahnsinn. Also, erstmal ganz, ganz fröhliche, frohe Weihnachten von mir. Das hier ist ja jetzt das Finale vom Dezember im Prinzip. Dank Bivital haben wir ja einen Adventskalender gehabt und dank vieler anderen, da wo unten hier, das stehen, das sind alles Sponsoren im Prinzip, die haben da alle was mit in den Topf geschmissen, dass das hier überhaupt stattfinden kann. Und da würde ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Die sind alle hier unten und man sieht auch, dass da wirklich alle mit dabei sind. Ja? Das ist Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal kurz in den Chat. Ja, ihr seht es, wir haben ein bisschen umstrukturieren müssen. Planänderung. Planänderung. Unsere Fee. Die streikt. Die streikt, ja. Die zieht das Ding durch. Streikt, nee. Die ist einfach müde und ja. Und jetzt muss die Regie ran. Ja, jetzt ist die Regie unsere Losfee. Macht nichts. Und ja. Schauen wir gleich mal, ob wir noch, warte, ich mache das hier mal zu. Haben wir irgendwelche speziellen Fragen jetzt noch? Kurz bevor wir losstarten, durchstarten. Ja, weil wir haben wirklich ein ganz schönes Arbeitspensum vor uns. Und wir wollen ja die Leute nicht so lange warten lassen. Der ist nervös. Unser Hund ist auch nervös. Unser Hund ist sehr nervös. Ja, er weiß nicht so ganz, was los ist hier. Ja, er denkt sich, hä, was machen die da? So. Jupp, wo ist dein schönes Kleid? Ha? So. So, dann will ich mich noch, genau, weil ich habe es gerade gesehen. Ich will mich bedanken. Ich habe ja unten auch im letzten Stream schon, ist eigentlich immer da der Link. Ich habe auch den angepasst, dass man das wirklich auswählen kann. Versand jetzt, ja, haben heute noch die Mühe gemacht. Es haben schon einige haben mich unterstützt bei den Versandkosten und da sage ich ganz großes Dankeschön, ja, weil Versandkosten sind nicht immer so einfach. Ja. Vor allem, ich habe ja als Teilnahme darf ja jeder mitmachen. Ja. Ich versende eigentlich alles außer Übersee, also China und USA, so nach dem Motto. Und das wollte ich auch noch loswerden. Ja. Nicht, dass es, und falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann bitte seht es mir nach, weil ich glaube, ich bin mindestens genauso nervös wie ihr. Ja? Und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir an. Du bist so ruhig. Ich muss unseren Hund beobachten. Achso, sehen wir den Hund beobachten. Schauen wir nochmal. Du sollst einmal das nochmal in Kurzfassung erklären, wie alles geht. Ich soll nochmal in Kurzfassung alles erklären. Aber in Kurzfassung. In Kurzfassung. Also, in Kurzfassung, ich schalte es mal hier ein. Lose frei. Also erstmal hier ein Timer. Wir machen mal hier so eine kleine Proberunde. Der Timer startet jetzt. Dann sollten hier über mir eine Zeit bei euch erscheinen und die läuft runter. 1 Minute 30 habt ihr Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, Easy B, ich habe jetzt das Los Easy B gezogen. Ja, ich werde nur die Namen aufrufen, was ihr mir mitgeteilt habt, euren Avatar oder unter Umständen auch euren Real-Name, aber nur die, die ihr angegeben habt. Also bitte achtet darauf. Dann verfolge ich natürlich ganz, ganz gespannt diesen Chat. Ja? Und wenn jetzt sollte im Idealfall die EasyB da sein und die EasyB sollte jetzt hier schreiben. Ja, hat sie. So, ab dem Zeitpunkt klicke ich hier auf Pause und der Zeitcode stoppt. Ja? Dann werde ich hier rüberfassen, werde Lose freigeben. Dann würde ich die Easy gerne bitten, dass sie sich eine Losnummer aussucht, die man hier oben sieht. Ja. Alles, wo kein Herzchen drüber ist, sind frei. Ja. Also alle Zahlen, die man lesen kann, kann man sich aussuchen. Und die Easy würde sich dann jetzt hier eine Zahl aussuchen. Die Regie übernimmt dann, wird aus diesem Kuvert diese Zahl raussuchen, wir werden diese öffnen und dann schauen wir, was die Easy gewonnen hat. Und wenn die Easy das, was sie gewonnen hat, werde ich dann, wenn es irgendwie möglich ist, heute noch
fertig verpacken und morgen in den Versand bringen. Ja? Das ist so die Kurzfassung. Aber jetzt starten wir mal, ja, mit dem Adventskalender für die Garten-YouTuber. Ja? Da habe ich ja auch 4 Lose frei gehabt und da konnte ja auch jeder teilnehmen, der Lust hatte, da teilzunehmen. Und die werden aber gezogen über einen Random Comment Picker, weil jeder, der da mitmacht, bekommt ja auch ein Los von mir. Und wenn ich jetzt die auch noch ausdrucken hätte müssen und falten und sonstiges, dann hätte man nochmal knapp 300 oder 400 Lose gehabt. Und bisschen krass. Ja, ist wirklich ein bisschen too much. Ich muss jetzt hier mal kurz umschalten. Ja, ich sehe leider das nicht, was ihr da seht. Warte mal. Ich schalte jetzt hier mal den Monitor hier frei. Das konnte ich leider heute nicht mehr testen, durch das, dass ich ja hier umstrukturieren musste. Jetzt schalte ich kurz mal hin und her. Ja, genau, das dachte ich mir. Ja, so ist es, wenn es live ist, aber ich habe das Problem gleich gelöst. Wo ist er? Bildschirm. Wo ist er, der Bildschirm? Hier ist er, der Bildschirm. Den Bildschirm muss ich nach oben schieben. So, jetzt. Der ist jetzt leider über mein Gesicht. Ja. Hilft halt jetzt nichts. Warte mal, ich mache den schnell noch hier. Und schieb den. Oh, das ist das Falsche. Sorry. Ja, das ist das Thema, wenn es live ist. Aber das passt jetzt schon. Ich bin jetzt hier hinten versteckt. Ja. Aber wir ziehen jetzt hier 4 Gewinner vom Garten-YouTuber Adventskalender, Türchen Nummer 13. Und die jetzt hier gewinnen, die schreiben mir bitte eine E-Mail mit ihrem Avatar-Namen, also ihren YouTube-Namen, ihren echten Namen und ihrer Anschrift, weil die natürlich auch dann sofort umgehend von mir ihr Geschenkchen, ihren Gewinn von mir bekommen. Ja? Und dann schalte ich hier wieder um auf ganz normal und dann ziehen wir die Lose vom großen Adventskalender. So, ich muss jetzt hier umschalten. Die Regie kann da ein bisschen jetzt was erzählen dazu oder auch nicht. So, Stream Copy. So, also, wir brauchen, ich füge den hier ein. Dann Duplikate wollen wir keine. Wir wollen einen speziellen Hashtag filtern und dieser Hashtag ist gemeinsam statt einsam. Ja? Wir haben keine Leute auf der Blacklist, also wir wollen keine ausschließen. Und dann hätten wir jetzt gesagt, starten wir durch, weil wir haben ja ein bisschen was heute noch vor. So, Konrad Schatke 8568 mit dem Kommentar Hashtag gemeinsam statt einsam, traumhafte Schneelandschaft, hier gibt es Regen. Also, Konrad, jetzt aber zacki zacki, schick mir bitte eine E-Mail und so kann ich dir auch deinen Gewinn zukommen lassen. Ja? Dann ziehen wir gleich den nächsten. Oh, das geht aber schnell hier. Tabora 2018 mit dem Kommentar. Hallo Josef, vielen Dank für deinen wunderbaren Beitrag. Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Hashtag gemeinsam statt einsam. Also, für dich gilt dasselbe. Schreib mir bitte eine E-Mail, also an josefschäfer@hotmail.com. Ja, ich bin immer noch hier hinten. Dich sieht man. Tadellos, mich nicht. Schreib mal, dann kann ich dir auch deinen Gewinn zukommen lassen. So, dann ziehen wir die Nummer 3. The Wet Water schreibt, na, da mache ich doch gerne mit und hüpfe in den Lospool. Gemeinsam statt einsam habe ich gesegnete Weihnachtszeit. Ja? Also auch für dich gilt E-Mail an mich, dann geht dein Gewinn raus. So, und jetzt der letzte in dem Bunde. Ja? Und wen haben wir? Herzlichen Glückwunsch an den Jürgen Schneider mit Hashtag gemeinsam statt einsam. Lieber Josef, du bist der sympathische
sympathischste Bienen-YouTuber, den ich kenne. Vielen, vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Ich schalte jetzt hier mal wieder den aus und schalte hier um, weil dann bin ich wieder im Normalmodus. So, jetzt können wir voll durchstarten. Auch an dich gilt es, schreib mir eine E-Mail. Sobald ich das habe, werde ich das wirklich unverzüglich schauen, dass es in den Versand geht und dass du es kriegst. Ja? Unser Hund. Okay. Ja, Lohmann. Ja, einfach nicht darin. Unser Hund schläft jetzt da. Normalerweise schläft er da hinten oder da. Nee, jetzt schläft er da rechts neben uns. Also er steht uns bei. So. Jetzt schauen wir mal. Kennt der mich nicht? Ja, Gottfried, da hast du nicht mitgemacht. Also ich glaube nicht, ich habe den Kommentar da nicht gelesen. So, Frage von mir an euch. Hat das Christkind was Vernünftiges gebracht, ja? Für die Imkerei oder auch allgemein? Ja? Das ist, könnt ihr ja gern schreiben. Ich würde nur eine Bitte habe ich. Eine einzige Bitte. Ihr wisst es, ich bin jemand, der auf Fairplay steht. Ja? Und Fairplay, wir sind hier 360 Leute, glaube ich, hier im Chat. Ja, bitte. Ja, wenn jetzt jeder von euch hier schreibt, ich habe extra keinen Langsam-Modus drin, was vielleicht sogar klüger wäre, aber das ist dann wieder doof, wenn jemand gezogen wird. Deswegen würde ich auf Fair Play tendieren und das heißt, wenn wir dann hier ein Los ziehen, dass dann in dieser Zeit dann nicht geschrieben wird, sondern dass der schreiben kann, der hier gezogen wird. Okay, man kann schon was schreiben, aber ich glaube, ihr versteht mich, okay? Ja, sonst geht es unter. Sonst geht es unter, wenn hier 300 Leute gleichzeitig, dann rattert es nach oben durch und unter Umständen, der liebe Gewinner hat geschrieben, hat alles gemacht und wir können ihn nicht finden, weil er verschwindet. Also von dem her, das ist meine einzige Bitte, die ich an euch habe. Alles andere ist ja, mir egal. Jetzt schauen wir mal kurz nochmal. Funkdisziplin. Übrigens, mich haben auch viele gefragt, bevor wir jetzt hier loslegen, viele haben mich gefragt, Herr Jupp, ja Mann, Mist, ich habe das jetzt verpasst, dabei zu sein. Wie kann ich trotzdem noch mitmachen? Also, es gibt eigentlich, ich habe ja dazwischen drin immer noch Leute gezogen, ich habe unterm Jahr welche gezogen, also nicht wundern, wenn ihr da sogar dabei seid und wundert euch, hä? Aber ich habe natürlich von euch keinerlei Anschriften oder sonstiges, nur euren Avatarnamen, ihr seid aber auch mit in dem Lospool dabei und ich habe auch alle Mitglieder von mir, also jeder, der bei mir im Kanal Mitglied ist, egal welche Mitgliedsstufe, weil das ist wirklich für mich nur eine wie soll ich sagen, Mittel zum Zweck oder keine Ahnung, ist auch ein blöder. Die Mitgliedsstufen, ja, also auch die kleinste hat von mir ein Los bekommen und die Leute, die auch jetzt nicht dabei gewesen waren und haben mir das Lösungstext geschrieben, haben trotzdem hier ja ihr Los, weil sie ja Mitglied sind. Ja? Und das ist auch so ein kleines Dankeschön von mir. So. Und jetzt wünsche ich jedem von euch viel, viel Glück und ich bitte die Regie darum, wir können mal schauen, ob die Kamera jetzt hier geht. Mal schütteln. Ja. Wir schauen mal, ob die Kamera hier geht. Ja, die geht. Ich muss sie nur neu starten, sehe ich gerade. Ja, immer dieses Live. Immer dieses Live. Nö. Da ist doch. Nee, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Aber mach mal du. Ich kläre das hier. Ich habe bestimmt bloß beim Einschalten gerade auf den falschen Knopf gedrückt. Auf. Ja, ich habe den falschen gedrückt. 100 Pro. So, jetzt. So. Greift man so? Greift man so? Gleich, ich schaue dir schnell, dass man die hier. Jetzt läuft sie. Was ist? Ja, jetzt läuft sie. Also jetzt sollte sie laufen. Ich bin noch hinten runter. So. Der Gottfried kann schon gar nicht mehr erwarten. Der Gottfried kann es nicht erwarten. Also die Regie hat hier die Möglichkeit, Sachen hier zu zeigen oder nicht zu zeigen. Ich schalte es aber wieder aus.
Und jetzt hätte ich gesagt, beginnen wir mit dem ersten Los des Tages. Ich bin wirklich nervös. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich bin ja in Wels auch, ja. Und ich werde in Wels schon wieder anfangen, für Weihnachten zu sammeln, weil, wenn es nach mir gehen würde, ich würde am liebsten jeden in meiner Community als Dankeschön irgendwas schenken. Also wirklich. Könntest du mir wirklich glauben, jeden. Zieh mal. Pack mal's. Okay. Ich will sie öffnen. Ist schon offen, vorsichtig. Ja, wir dürfen hier keinen verlieren auf der Strecke, ja. Oh mein Gott, jetzt ist der Kopf wieder rausgefallen. Ja, warte mal. Ja, ich schalte jetzt mal kurz ein hier. Hier ist die Losbox. Hier unten. Also ihr seht es, da ist gut was drin. So. Können wir gleich so ziehen? Du könntest so ziehen, ja. Ich schaue nicht hin. Hast du an? Schau, du darfst das nur nicht so auffalten. Nein, weil da sieht man die Adresse. Weil da sieht man die Adresse, datenschutztechnisch, den Namen dann, wenn du den Rest zuhältst, den Namen selber kannst du zeigen, wenn du willst. So. Ja? Dann. Warte mal, bevor dass du ja den Namen auch nennst, muss ich ja meinen Timer hier am Start bringen. Timer schalten wir schon mal ein hier. Dann werden wir den Timer resetten. Ja? Nummern einschalten, sagt der Sigi Hunter. So, ja, die Nummern schreibt man dann schon ein, ja. Sigi. Jetzt klapp mal auf. Ich darf es ja schon sehen, ich darf es sehen. Nein, du darfst es nicht sehen. Ich darf es nicht sehen? Das kommt erst ganz hinten. Ich habe die extra so gemacht, dass man es nicht sieht. Okay. Egal, was man macht. Da haben wir den Louis Kuhn. Danke. Fortnite White. Zeit läuft. So, Louis Kuhn. Fortnite White. Ja? In Zukunft den. Wir haben nicht gewusst, dass das so weit geht. Ja, das geht ganz weit. Fortnite White. Deine Zeit läuft. So. Hammann. Ist er da? Bin Stopp. Da. So, dann mache ich dir mal hier die Tafel auf mit den Losnummern. So, Luis. Oder Fortnite. Team Fortnite, dann sag mir mal ein Kuvert. Die Nummer 9. Die Nummer 9. Der Mike sagt, die könnte ein bisschen lauter sein. Wir könnten lauter sein? Ich? Ja, du musst lauter sprechen. Ja. Wenn du so flüsterst. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Ich sitze 500 Meter entfernt. Hallo, Schatz, hast du das gehört? Und dann? Ich sage, hä? So, die Nummer 9. Ist nicht an. Ach so. Ich kann es, wenn das muss man sagen, dann muss es vorher einschalten. Hast du es eingeschaltet? Nein. Ja, dann lass es aus. So, dann lass es aus, ja. Also ich mache jetzt hier mal die Nummer 9, wird überdeckt. Nummer 9 ist vergeben. Schalten wir das wieder aus. Was hat er gewonnen? Halli Julia, einmal einen Honigapfel. Alter Schnudel! Das geht ja heute schon mal gut an. Das geht ja schon mal gut an. Also du hast gewonnen vom Andreas Holzhammer, der Honigabfüller. Der Honigabfüller. Alter Schwede. Das ist übrigens das allerneueste Modell. Ja, ist gefräst, gearbeitet, ohne Ding. Boah, Alter. Nicht schlecht. Das geht ja. Das geht ja schon mal gut an. Ja, das geht schon mal gut an. Also. So, jetzt lost du dich wieder damit. Jetzt lost du es da rein. Jetzt lass mir das wissen. Ja. Oh, warte mal. Was? Okay, das los ist da drin. Okay, dann weißt du ja, wie ich hinkomme. Das ist alles schon beschriftet. Okay, ja, passt. Ich habe schon vorgearbeitet. Ja, be happy. Ja? Nicht schlecht. Also, schalt wieder ein. Lecker wieder mein Herz. So. Eingeschaltet? Ja, ist eingeschaltet. Ich kann es auch ein bisschen höher machen. Was habe ich jetzt runtergeschmissen? Pinstockkarten. Die Pinstockkarte. So. So, jetzt auch. Ich schaue wieder weg. Und? Es fühlt sich auch wieder los. Es fühlt sich alle gleich an. Ich weiß. So, wir haben wieder eins.
dreh das kleine Bild. Wie? Lass mal. David. David? Jetzt habe ich wieder nicht. Mein Gott, wir müssen jetzt da mal reinkommen. Ich habe gerade noch drauf geklickt. Auf die Zeit. Ja. Ist er ja schon da. Ja, das ist also das war jetzt eindeutige. Das war 7 Sekunden. 7 Sekunden, David. So, David. Was wollen wir? Was wollen wir? Halt, ich musste ja noch. Ich muss jetzt dann ein bisschen. Ja, komm aber. Ich muss ein bisschen bremsen. Beruhig dich. David will die 14. David will die 14. Da haben wir's. David will die 14. Also nur so, gleich zu meiner Verteidigung, ich weiß nicht, was da drin ist, ja? Ja, nicht mehr. Schneid dich nicht. Das schaut gefährlich aus, was du da machst. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Und was hat er? Einmal eine Naturpatenschaft von Hortus Bios im Wert von 50 Euro. David, einmal Naturpatenschaft von Hortus Bios, Wert 50 Euro von Hortus Bios. Ja? Ich muss was trinken. Mein Gott, nein. Was war das jetzt? Du hast doch einen Glühwein gebracht. Ich hätte doch einen Glühwein gebracht. Ich bin ein bisschen. Ich 14 muss ich erstmal hier. Jetzt beruhig dich du einmal. Mit meinem 14 kommen wir mal du rüber. Du wolltest keinen Glühwein. 14. Dann speichern wir das gleich, dass hier die 14 rüber geht. Ja? So. So, dann schalten wir hier mal ganz in Ruhe dieses Los aus. Den Timer, der ist ja an. So. Das geht ja heute. Mein schwaches Herz. Hast du eingeschaltet? Nein, habe ich noch nicht. Jetzt, warte mal. Wir könnten, der Gottfried hat gesagt, wir sollen das Bild drehen. Warte mal, ich mache das mal. Ich schau mal. Wo ist das? Wo ist das? Das müsst transformieren. Transformieren. Wir müssen um. Nö, so ist gar nichts. Gleich, ich hab's gleich. Weiterdrehen? Nein. Die 49 ist belegt, weil wir bloß 48 Gewinne haben, dass da genau. Ein paar Missverständnisse entstehen. Noch weiter? Jetzt müssen wir es doch eigentlich gleich haben. Gottfried, das passt. Das so ist original, so ist richtig, weil, siehst du? Warte mal, als kleiner Test. Der hat doch immer was zu meckern. Siehst du? Der Gottfried ist ein Mimimi. Ja, Gottfried, du Mimimi. So, geht's weiter. Wir können. Also, ich schaue wieder weg. Jetzt kramen wir mal ein bisschen weiter nach unten. Du kannst ja jedes Mal schütteln, wenn du willst. Ja. Wir können rein einen größeren Becher noch reinschütten, in eine große Schüssel. Ja? Ja, das, ich glaube, ich hole da eine große Schüssel. Du holst eine große Schüssel. Jetzt machen wir aber das erst auf. Den machen wir jetzt auf. Auf ich gehe. Unser Hund wird nervös. Passt schon, einmal nach rechts drehen. Dann haben wir den Achim DD. Achim DD. Achim DD, bitte beim Bademeister melden. Achim DD. Achim? Jetzt ist die Frage. Warte mal. Ich drücke jetzt mal hier auf Stopp. Jetzt ist mal die Frage. Wo wohnst denn du, Achim? In welcher Stadt? Nicht, dass wir mehr Achim haben. In welcher Stadt wohnst du, wenn ich das mal so fragen darf? Achim, du bist mein Achim. Perfekt. So. Dann Stopp hier. Jawohl. Dann schalte ich dir die Losnummer frei. Und lieber Achim, los geht's. Du darfst dir ein Los aussuchen von denen, die da oben noch frei sind. Ja? Halt, ich kann ja ein bisschen rüberfassen. 17, bitte. Die 17, bitte. 17. 17 ist ein rotes Kuvert. Vicky, geh in der Bitte. Geh ins Bitte, komm. Eine Ligustiger-Königin stammbegattet.
Also eine Ligustica-Königin würdest du bekommen vom Marcel. Marcel. Vom Marcel. Ja? Halt, musst du wieder. Ja, gib mir das. Ja, ich bin. Ja. Ja, ich weiß schon, du bist nervös. Ich bin nicht nervös, ich bin aufgeregt. Aufgeregt. Ich muss hier so viele Sachen machen. Ich hole jetzt einmal schnell eine Schüssel. So. Übrigens, ich schalte es mal kurz wieder weg. Sehr viele von euch haben ja mehr wie ein Los hier im Topf. Ja? Nur so zur Info, ihr könnt da öfters gezogen werden. Nur mal so rein nebenbei erwähnt. Ja? Nur so wirklich rein nebenbei erwähnt. Es könnte sein, dass ihr da zwei, dreimal gezogen werdet. Ja? Also, dann hast du die Kamera eingeschaltet, dass ich dann da reinschütte, dass ihr alles seht. Was? Ja, ist an. Und ihr seht jetzt, die schauen wirklich alle gleich aus, die Lose. Also, ein paar haben durchsichtige Dinge und ein paar schwarze, aber nur weil es schwarze nicht mehr genug gab. Deswegen hat genau die Hälfte und wirklich exakt die Hälfte der Lose haben eine schwarz und ein weiße gekriegt. Aber ich wusste ja vorher nicht, was drin ist, weil die Lose wären, kann ich mal direkt mal ein Video machen, wenn das jemand machen will, so Lose machen, ist voll cool, da habe ich mittlerweile volles System. Ja? So. Also es geht schneller, wie man denkt. Am längsten dauert über das Tüdeln. Ja? Das am besten aber dann in der Gruppe erledigen. Du musst die 17er wegkerzeln. So, 17 wegkerzeln, Lose frei, warte mal, die 17 wegkerzeln. Jetzt. So, String. S. Bumm, weg ist es. Nein, Michel, die 49 nicht, weil die 49 ist nicht billigt. Ja gut, du darfst die 49 aussuchen, aber ja, da ist ja nichts drin. Da ist nichts drin. So, ja? Machen wir weiter. So. Gehen wir weiter. Warte, ich schalte jetzt erstmal die Lose frei weg, dann schalte ich den Timer wieder ein. Hab den Timer hier, drück den auf Stopp. Also ich war starker, theoretisch darfst du 10. Schwarz ist los. Also haben alle schwarz. Und? Ich bin noch nicht so weit. Ich will sehen. Oh, da hast du aber knapp geschnitten. Da habe ich knapp geschnitten. Der Strohhut 6148. Warum geht die Zeit nicht? Jetzt. Ah, okay, das hätte man sparen können. Jupp, liest die Nachricht von Hortus Bios. Ja, der würde eine Partnerschaft dazu geben für 49. Aber das wäre ja dann keine Überraschung mehr, wenn wir jetzt auf 49. Deswegen. Nicht. Und das ist mir, ich habe das alles schon fertig. Hast du die Uhrläufer? Nein, die ist schon wieder stopp, weil der Strohhut ist da. Also. Der hat ungefähr 2 Sekunden Reaktionszeit braucht. Also er hat eine sehr gute Internetleitung. Der war aber flott. Das war wirklich die Nummer 3, bitte. Nummer 3. Die Nummer 3, bitte, Willa. Vicky, mach Platz. Ich herzle die Nummer 3 mal zu. Ab in der Kerbel. Ab, ab. Vicky, ab. Oh, technisch Probleme. Gott, dass ich nicht war. Ja, Herzl. Oh! Was? Wie will es aussehen? Das mittlere Bienenböld vom Lukas. Mittleres Bienenböld? Jetzt geht's wieder. Und unsere Kerze ist aus. Gott. Die Kerze ist aus. Ja. Da haben wir es. Mittleres Bienenböld vom Lukas. Das hier. Es ist sehr, sehr schwer, als wenn dich das Paket erreicht. Es wundert dich nicht, das ist sehr, sehr schwer. Und das Bild, je nachdem, wie du das siehst, ja, verändert es, also man sieht es, glaube ich, sogar auf der Kamera, verändert es sich seine dreidimensionale Wirkung, wie du das anschaust. Ja. Das ist schön. Wenn man so richtig nah davor steht, da denkt man sich, also da, man meint wirklich, es dreht hier alles. Ja. Der legt sich jetzt tatsächlich auf die Decke drauf. Ja, habe ich doch gesagt. Der hat jetzt gemeint, das ist sein Bitti. Weil da vorne gehen die Kabel durch und da haben wir jetzt eine Decke draufgelegt.
Und unser Hund, ich habe es dir nur gesagt, unser Hund glaubt bestimmt, das ist sein Bettchen, weil es bei uns da ist. Und jetzt liegt er auf der Decke. Solange er jetzt wühlen anfängt. Vicky? Wie viele Leute sind wir überhaupt? Ab in der Kirche. Wie viele Leute sind wir? 380 Zuschauer. Hast du die drei weggehen? Jetzt los. 380, knacken wir die 400 noch. Übrigens, ihr dürft gerne mal einen Daumen oben da lassen. Ne? Hast du Herzi drauf gemacht? Ja, ich habe Herzi drauf gemacht auf 3. Okay. 3 ist drauf. Ich schalte es ja wieder aus, dass wir wieder was sehen. Also, weiter. Willst du weiter? Ich habe mir gedacht, jetzt kommt eine Gesangseinlage. Wenn, dann singst du nicht. Ich kann nicht singen. Also ich kann schon singen, nur die Mortalität der Zuschauer steigt dann exponentiell nach oben. So, haben wir wieder eins? Haben wir eins, ja. Und du darfst es ruhig so da halten, weil wenn du das da vorne, dann sieht es keiner mehr. Sie hat das Los zerrissen. Es tut mir leid, wer jetzt gewonnen hat. Du bist leider ausgeschieden. Du bist leider ausgeschieden. Das Los hat leider eine Macke. Ich will sehen. Warte, ich muss da wieder Start drücken. Den kennen wir doch. Wie? Im Frank Schon. Den kennen wir. Den kennen wir. Frank Schon, bitte. Beim Bademeister melden. Ja, beim Bademeister melden. Ich hab Durst. Frank! So, jetzt gehen wir alle bieseln. Da ist er. Frank? Der Frank. Da ist er. Wir haben aber mehr Frank mit Frank, oder? Wir haben mehr Frank, ja. Frank, wo wohnst denn du? In welcher Stadt? Genau, Frank, wo wohnst du? Wir haben nicht mehr. Aber. Ja, passt. Passt, du bist unser Frank. Du bist unser Frank, den wir gesucht haben. Dann tun wir das hier weg. Das halt aber auch schon. Dann machen wir das hier auf. Und Frank, dann hauen wir raus, was du dir wünschst. Die 20. Ich rutsche mal das mal wieder her. Ich sortiere das mal wieder her. So. Dann sagen wir Herzerl muss ich machen. Herzerl. Die 20. 20. Einmal ein Imkerkalender plus einmal Lindesercreme und einmal Lindeser Lippenpflegestift. Sehr schön. Übrigens, weil. Ich habe mir dieses Jahr gesagt, 50, so um die 50, 45, 50 Gewinne sollten sein, weil letztes Jahr hatte ich ja ganz viele kleine. Dieses Jahr habe ich diese kleinen Gewinne in die normalen Pakete mit hineingepackt, also zusätzlich noch mit rein, weil allein die Lindesa-Gewinne, das wären 100 Cremes, ja, und das geht jetzt so die ganze Zeit immer wieder mit dazwischen einfach mit rein, ja. Und wirklich, ab jetzt. Jetzt komm, mach mal Platz. Ab in der Kerbel, hopp. Komm, leg die ins Bitte, hopp. Leg die irgendwo hier, aber leg die hin. Mach Platz jetzt, ab jetzt. Der ist sehr unentschlossen. Melfo, so. Ich hätte gern einen BeLife-Sticker für mein Bienenstand. Bienensepp, das können wir einrichten. Ja. Das können wir einrichten. Das können wir wirklich einrichten. Auch wenn wirklich viel mehr das wollen, ja. Ist das auch kein Problem. Am einfachsten tue ich mir, wenn ihr mir im Prinzip einen frankierten Briefumschlag sendet oder wir sparen uns das Ganze. Und wie viel kostet der Brief? Der Bienensepp ist doch in Wels auch, oder? Der ist in Wels auch. In Wels kriegt ihr auch welche von mir, wenn ihr haben wollt. Das kriegen wir, aber... 1 Euro kostet der Brief. Was? 1 Euro kostet der schon? Ja, glaub schon. Letztes Mal einen Brief verschickt, der hat 1 Euro gekostet. Der kann ja gleich ein Päckchen schicken. Nicht ganz, das kostet 8 Euro. Nein, kostet keine 8 Euro. Doch, mit Sendungsverfolgung. Wer verschickt es immer? Du oder ich? Okay. Okay. That is crazy. Hast du die 20 weggehetzelt? Ich habe die 20 schon weggehetzelt. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ja, übrigens, weil der Tumpfi schreibt es, wir haben ja jetzt endlich unser Letzter im Bunde, der Gottfried, der wirklich hat jetzt endlich sein eigenes Logo. Und das war wirklich fast ein, was heißt fast, das war ein Gemeinschaftsprojekt, ja.
Der Gottfried hat nie so gewusst, was wir, und jetzt hat er auf jeden Fall eins. Ja, wir haben da mal so gebrainstormt und ich habe dann am PC mal einfach mal so grafisch irgendwelche Sachen da reingeschmissen in Bilder und habe das dann wieder in den Chat und hin und her und bumm, jetzt haben wir, hier hat der Gottfried ein Logo. Und aus dem Grund wird es jetzt dann, wenn ich ein bisschen Luft habe, werde ich das gleiche sowas designen als Schnitzelkommando-Sticker. Sprich, ja, da sind wir dann alle drei drauf auf einem Sticker. Wir müssen nur noch schauen, wie wir das aufbauen, dass das was Schönes wird. Und das Gesamte, unter dem das Ganze laufen wird, ist Hashtag gemeinsam statt einsam, weil das einfach, das läuft. Ja, das ist einfach, so funktioniert die Welt, so funktioniert das Leben, beziehungsweise es funktioniert einfach besser. Ja. Können wir? Ich schon. Ja, die Kamera läuft, ich habe die jetzt gar nicht mehr ausgeschaltet. Ja, du redest. Ja. Man sieht hier nur leider nicht den Jenta-Ding. Muss ich trotzdem hin und wieder mal ausschalten. Ne? Der schöne. Da bin ich übrigens gespannt auf diesen Jenta-Käfig. Da bin ich wirklich gespannt, weil das hört sich für mich, hört sich sehr interessant an. Ja? Sehr interessant. Der, wo jetzt hier steht. Hier, ja. Ja. Warte. Ich muss erst wieder Start drücken, ja? Da bist du verrätst. Die Antonia Zapf. Antonia Zapf. Jetzt aber. Ich muss eh sagen, vorbildlich. Es sind alle. Also, wie schnell die Leute hier da sind, das ist wirklich Wahnsinn. Nein, Sascha Gottfried hatte kein Logo. Antonia Zapf, da ist sie doch. Ja? Ja, haben wir es? Ich war jetzt kurz irritiert, weil ich bei mir sieht das sehr klein. Ich lese es dann bei dir. Ja, darum habe ich ihren Mitläufer. Ja? Antonia, welche Nummer? 13. Die 13? Ich mache die 13 schon mal zu. Mhm. Die 13 und speichere das Ganze. Halt. Da, dass er. Ja, die 13. Oh, dann haben wir hier nochmal einen Imkerkalender, eine Lindesa-Creme und eine Lindesa-Lippenpflege. Was ist denn, wo ist das überhaupt, das Set? Das habe ich nicht da. Das hast du nicht da? Das ist da vorne, oder? Da liegt Lindesa-Creme. Also diese Creme hier. Da vorne steht der Labella und der Kalender steht auch noch irgendwo da. Der hier? Ja. Den Kalender, Imkerkalender, der ist von B2B, also von zwei Bienen. Und die Lippenpflege steht beim Bär, glaube ich. Genau, und das andere ist von Lindesa. Übrigens, danke an das Lindesa-Team, also für den Chef von Lindesa. Was 13? 13 habe ich. Das war eine wirklich sehr gute Aufklärung, ja, weil ich habe mir das immer gefragt, wieso, was für was ist. Ja. So, das können wir zumachen. Das Posting freut sich jetzt mal, wenn es eine kriegt. Ja? Ja, aber das ist ja schon vor dem. Ja. Schon vor der Messe, weit vor der Messe. Die haben wir ja schon viel länger. So, machen wir weiter. Warte mal, du hast deine Kamera gar nicht an, aber du kannst ein bisschen rühren, ja. Ja, ich darf gucken. Aber ich nicht. Ist der Gummi gerissen? Ja, oder wahrscheinlich gerissen. Macht nichts. Das Los hält trotzdem, ja. Das Los hält. Werner. Ist heute eine E-Mail gekommen. Ist heute eine E-Mail gekommen? Zwecks Namen. Nein. Oh, da ist heute eine E-Mail gekommen. Julia Markus 5098. Aber der hat einen Namen geändert. Der hat heute seinen YouTube-Namen geändert. Ich weiß, wer er heißt. Wenn er schreibt. Wenn er schreibt, weißt du, wer er heißt. Dann jetzt mal aber hau in die Tasten. Schöne Grüße an Dani. Ja. Was an Dani? Also an meine Schwester. Ah. Der Herr aus Balbini. Peter Rastello. Peter, du kannst jetzt nicht schlafen gehen, wenn du da hier gewinnst. Peter. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Oh mein. Da ist er schon da, schalt aus. Was, ist es? Ja.
Ist es? Ja. Ja? Das. Der Markus? Oder reden wir von Markus? Ja, der Markus Ziereis. Wir reden von Markus Ziereis. Okay. Ist aus. Markus, ich schalte dir mal die Lose frei, welche noch frei sind. Ja? J haben wir nicht. Was? J? Haben wir nicht. J haben wir nicht. Ist gerade aus. J ist aus. J ist aus. Probier's mal. Der hat ein J gekauft. Bitte die 33. 33? Mhm. Meine Nase kitzelt. Ist das was Gutes? Und das was Gutes? Was ist 33? Ich habe keine Ahnung. Tom der Biene schreibt, wenn der Gummi reißt, ist nicht gut. Gott sei Dank, ja. Hat bloß ein Los gefunden. Ja. Was haben wir? Da haben wir ein Paket mit der Plüschbiene, mit einer Lindesa-Creme, Lindesa-Lippenpflege und Gummibärli. Also, irgend so ein Bärchen wahrscheinlich. Die Lindesa. Die Biene. Was? Die Biene? Ja. Die hier. Genau. Einmal Lindesa-Creme, Lindesa-Lippenpflege und noch Gummibärchen. Okay. Aber da habe ich jetzt vorsichtshalber mal nicht geklickt. Ja, die Gummibärchen liegen nicht hier, sonst wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du zusammen bist. Dass die bis dahin kommen. Warte mal, ich musste noch 43, oder war das? 33. Ah, hier ist sie. Ist gar nicht so einfach. Ich habe nämlich hier einen vierfach geteilten Bildschirm auf den kleinen Laptop hier. Und das ist dann gar nicht so einfach, ja? Was trinkst du da überhaupt? Was Buntes? Der Jägermeister oder was? Jägermeister ist nicht grün. Aber Waldmeister ist grün. Tu mal rein. Ich will auch probieren. Halt. Da ist eh nicht voll drin. So, ist ja Wasser, ja, schreibt der Gottfried. Ja. Da kämpfen wir alle. Ja, da. Chin. Machen wir weiter. Können wir weitermachen? Machen wir weiter. Nächstes los. Da könnt ihr wirklich, also wenn das mal interessiert, wie man so ein Los macht. Du hast das eingeschaltet. Der Timer läuft erst, wenn du den Namen sagst. Das Los-Dingsbums, Kamera. Ach so. Da ist auch der Gummi gerissen. Nein, das ist er, oder? Da ist auch der Gummi gerissen. Ja, das sind. Also, Kinder, wir lernen, die schwarzen Gummis sind nicht gut. So. Oh mein. Was denn? Was heißt so, oh mein? Ich will singen. Der Beetroot. Hast du das schon wieder? Jetzt. Der Beetroot. Be true. Be true! Übrigens. Die haben alle im Krankenstand. Normal hat er die haben im Krankenstand. Die haben alle im Zuhause. Das hier hast du deiner Tochter zu verdanken. Michael Meier schreibt er. Weil sie immer. Mhm. Ja? Weil sie immer eine. Aber ja, du bist das, Michi. Also, du kannst jetzt deiner Tochter. Die auch von mir, warte mal, ich mache hier Stopp. Warte mal, mach jetzt die Pause, du Wee. Hier, so jetzt. Ja, ich habe ja seine Tochter kennenlernen dürfen und die war so unglaublich traurig in der Früh. Ja. Und die hat von mir ein Bärli geschenkt gekriegt, so einen kleinen. Und das ist ja mal, siehst du mal, das ist einfach tiefste Verbundenheit. Ja? Dieses Los hast du deiner Tochter zu verdanken. Ja. So, und jetzt schalten wir mal hier frei. Jetzt hätte ich gesagt, du hast jetzt alle Zeit der Welt. Du darfst auch deine Tochter fragen, wenn sie will. Sie hat erst wieder von dir erzählt. Ja? Sie hat erst wieder von mir erzählt? Das freut mich. Das ist los aussuchen, wenn es eine Woche ist. 39. 39 will sie. Ein Rosa, schon hier? Rosa? Da? Hä? Das, also, wenn einer sagt, es gibt kein Schicksal, der hat keine Ahnung vom Leben. Was? Und? Was hat's gewonnen? Den Smokerluftbefeuchter. Nicht runterfallen? Ihr habt's gewonnen. Den hier, das ist ein Prototyp, den habe ich von Abonnenten von mir. Das ist ein Luftbefeuchter als Smoker und der funktioniert. Gib mal ein Powerbank da hinten.
Ich habe übrigens zu Weihnachten einen neuen Kamerakoffer gekriegt und der ist richtig fett. Der ist richtig geilomat. Jetzt habe ich endlich mal alles in einem Koffer. Mal schauen, ob ein bisschen eine Feuchtigkeit drin ist. Ja. Ja. Seht ihr das? Warte mal, ich halte ihn vor mich. Also es ist ein Raumbefeuchter im Prinzip. Kann man hier aufklappen, dann kannst du hier das befüllen. Das hier befüllen. Siehst du? Und dann geht's auf. So, schaut mal wieder aus. Das ist cool. Ja? Geht an dich. Und mal vorsichtig hier so rüber. Und weil das für meine kleine Zuckermaus ist, ja, muss ich schauen. Ich habe bestimmt noch... Gibt es eine Gummibärli? Gibt es bestimmt auch noch Gummibärli dazu. Ja? Bestimmt. Liegst halt jetzt da hin. So. Ja, voll von 0 Uhr zu schlafen. Okay, dann, Heike. Geht's weiter. Geh mal Gas. Habe ich das schon zugemacht jetzt gerade? Ja. Was war das für los? 39. Ja, habe ich. Ja. Michael, mir. Wir hören uns, beziehungsweise wir sehen uns irgendwann mal wieder auf einer Messe oder so. Ich habe jetzt das oben noch eingeblendet lassen. Warte mal, stopp. Der Timer. Timer stopp. Ist zurückgesetzt. Du musst mal bloß... Oh, die haben wir in der letzten Zeit auch öfter gelesen. La Belle est belle. La Belle est belle. La Belle est belle. Ja, komm jetzt, Timer. Hochspannung. Ach, von Hochspannung ist der... Mal rülpsen auch noch. Da ist brutal viel Blubbel drin. Der ist übrigens, der Luftbefeuchter ist von Hochspannung, da hier schreibt das 10 kV. So. Oder er, beziehungsweise. Komm. Warte mal, dürfen wir sehen. Thomas! Scheufes schreibt, kann man den kaufen? Das musst du mit Hochspannung 10 kV ausmachen. Ja, von mir kannst du nicht kaufen. Ja? Die Zeit läuft. Nein, Thomas, du leider nicht. Hm. Ja, der hat einmal mit dem Namen geschrieben. Nee. Ja. Ah, da, hier. Ist da. Mich am Arsch, du. Machst das du, knappe Kiste. 14 Sekunden hast du gehabt. Aber, ja... Du hast es. Ai. Die 42. Die 42. Ich mach die hier schon mal zu. Und zack. Was ist drin? Ich hab's noch einmal offen. Ich bin nervös. Ah, nochmal ein Set. Mit einem Plüschbär mit der Lindesa-Creme, Lindesa-Lippenpflege und Gummibärli. Herzlichen Glückwunsch. So, dann, also ich bin schon wieder Stachler. Hast du 42 weg? Ja, natürlich schon lang. Ja. Ich kann ja schon mal im Vornherein ein paar wegmachen. Also geht's weiter. Ja. Das genau überwachen hier. Du brauchst jetzt so nah ran, diese Actioncam. Die kann nicht so gut auf Nähe. Ja, das ist so, das kennt ihr nicht. Warte, ich bin schon auf Start. Ich bin hier, wenn es ist. Wer? Ein Topfi. Wen haben wir? Ein Topfi. Wuhu! Herr Tumpfinger! Ich hoffe, du bist da, Herr Tumpfinger. Oh
Oh Gott, wo ist er? Tompfi! Tompfi! Das muss der erste Mal schaffen. Tompfi, schreib! Tompfi! Du warst gerade noch da, du bist mein Admin. Tompfi, machen wir jetzt nicht fertig. Der holt gerade Bier. Der holt gerade Bier. Hey, ehrlich. Ah, da, ja. Ja, Tompfi, du. Ja, du, Tompfi. Mach das los nicht kaputt. Schau mal, ich schwitze direkt. Also mich, ich muss wirklich sagen, ich vergunde ja jeden alles. Jetzt soll ich jetzt pumpen. Mich freut es extrem. Ja. Tompfi, was ist da los? 44 Pumpen. Da alle sagen, bester Winner ever. Ja, Tompfi, du kannst später fertig sein. Sag jetzt mal bin los. Ich fertig. Lass deinen Sohnemann ein Los schreiben. Der soll einfach hier Zahlen einhauen, der Sohnemann. Alter Schwede. Aber ich bring dir das dann, wenn es ist, auf Wels mit, ja? Die 34? Die 34. Das gibt's ja nicht. Muss man dann nicht da. Ich hab jetzt Rosen. 34. 34. Oh, das biegt wieder so gut. Warum nimmst du das gleich? Du stichst mir auch noch mit deinem Messer. Ich stich dir nicht auf. Nebelmann schreibt auch ein Top-Kanal. Was ist? Warum du immer die Nummern ausblendest? Ach so, Ja, jetzt rasen. Du hast jetzt rasen? Warum hast du jetzt rasen? Ja, Tompfi. Ja, aber Tompfi, du hast letztes Jahr, glaube ich, auch. Was da war, oder? Jetzt kriegt er gleich Herzrasen. Tompfi, meine Frau sagt, jetzt kriegst gleich du Herzrasen. Warum? Honigapfel ist schon weg. Leck mich am Arsch. Leck mich. Tompfi, viel Spaß mit deiner Wollfrage. Alter Schwede. Das ist crazy. Das ist wie beim Franz letztes Jahr. Wisst ihr das? Ihr müsst euch das mal anschauen. Letztes Jahr vom Franz, also vom Vaser Franz mit dem Abfüller. Das war krass. Das war wirklich krass. Es hat erst der gewonnen, dann hat es der gewonnen. Dann hat der gesagt, komm, ich brauche ihn jetzt. Ich habe ihn schon. Nein. Ich habe ihn schon. Dann haben wir das wieder zurückgeschmissen. Und am Schluss hat es dann der Franz wirklich gekriegt. Also das war absolut irre. Der Tompfi hat geschrieben, wir verarschen ihn. Nein. Nein. Hier ist der los. Nein, ist einfach schön. Wenn jemand einfach vom engen Kreis von der Community gewinnt, ich freue mich da schon. Ja. Alter Schwede. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich die ganze Arbeit hier alleine mache, auch mit der Verlosung, weil ich einfach will, dass auch jeder mitmachen kann. Ja. Gut, man muss auch sagen, ganz so viel Kontakt haben wir gar nicht. Wie viele? Tompfi, willkommen im Wolfwagen-Club. Willkommen im Wolfwagen-Club. Alter Schwede, Tompfi macht da einen Lüftwerk auf. Hast du die 34 weg? Ich habe die 34 weg. Ja, da muss man in ich schreibe mal der Firma Wolf. Ja, Christian. Ich schreibe in Christian mal, ich rufe mal an, ob er in Wels ist, weil dann müsstest du ja gar nicht schicken. Wenn es ist, dann holst du das selbst ab. Alter Schwede. Ja, ich schwitze auch, Tompfi. Oh. Alter Schwede. Aus dem ganzen Ding musst du erstmal erwischen. Ich voll vom Glauben. So, ja, dann jetzt schaut es mir mit, aber trotzdem, wir müssen dranbleiben. Warte mal, ich mache hier das Resümee. Oh Gott. So, nächstes. Warte, gell, ich muss. Ja, ich muss sehr stets. Ich hab gestoppt. Ich bin total verwirrt ein bisschen noch. Aber wie gesagt, wir haben immer noch sehr gute Preise, ja? So, weiter. Aber das. Herr Tumpfinger, und das ist das, was ich immer sage, das ist Schicksal. Hast du denn die Westerwaldbiene? Westerwaldbiene, bitte. Also, ich sage noch ein paar, lest, schaust du, ob der schreibt, dass ich dann Stoppdrucker kann. Ich sage noch ein paar Sachen dazu, weil
Viele haben mir ja geschrieben und gesagt, Jupp, da ist schon der Druckstopp. Ich habe ein Los von dir. Es haben bei mir natürlich auch Druckstopp. Leute ein Los bekommen, die das ganze Jahr da sind. Das habe ich aber letztes Jahr schon in der Weihnachtsverlosung schon angekündigt und auch unter dem Jahr immer wieder. Ich habe in meine Videos alle wieder so kleine Sachen versteckt. Ja? Wirklich kleine Botschaften, kleine Logos. Irgendwas habe ich versteckt, wo im Prinzip darauf hingewiesen worden ist, schreib mir eine E-Mail mit oder eine WhatsApp mit dem Inhalt von, keine Ahnung, 133. Also da stand in der Nachricht nur 133. Und das war für mich im Prinzip, ich wusste, oh, der hat genau diesen kleinen Schnipsel in einem Video gefunden. Und die 26. Die 26. Ich bin fix und fertig. Und die kommen dann natürlich ein, weil ich will ja natürlich, ich will schon aktive Leute will ich unterstützen. Was haben wir? Einmal eine Pinstock-Karte. Die ist, Pinstock-Karte ist hier. Die werde ich dieses Jahr übrigens auch bei mir an meinen Stand anbringen. Ich habe mir das jetzt mal ganz genau angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die gut. Also ich finde die wirklich gut. Dann mal 26 weg. Klar, ich bin ein bisschen noch. Ja, hier. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass man gleich das erste Los, das allererste Los, gleich mal den Honigapfel erzeugt. Also das ist ja mal, wirklich. Machen wir gleich weiter. Timer, gleich. Machen wir Timer. Mein Gott, na. Mein Gott, na. Bin ich nicht. So. Da bist du. Wir können das ein bisschen weiter zurück, da. Da schmeißt wieder irgendwas rein. Dann sieht man den Größe, oder? Keine Ahnung. Genau, bin ich selbst. Wir haben Zeit. Das habe ich leider nicht vorher testen können. Was ist dein Timer? Warte, mein Timer? Jetzt. Das Haus. Das Haus. Das Haus. Warte mal, wer ist das? Das Haus. Ah, aber das Haus. Aber den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Man stresst nicht, wenn man Sachen geschenkt bekommt. Ja, wir werden die Sachen auch heute noch versenden. Tumpfi wird jetzt schon einen Herzinfarkt haben. Tumpfi, bist du noch da? Der wird den Schnaps geholt haben mit. Ich finde, wer hat jetzt den Honigapfel gewonnen? Ich weiß nicht mehr. War das der Davina? Nein. Wer war das? Ich weiß nicht mehr. Der Zug. Der Zug? Das Haus ist hier. Das Haus ist die Druckpause. Ja, gut. Nee, aber das war schon geil. Also das, gut, das ist jetzt die dritte Weihnachtsverlosung, oder? Das dritte Mal, wo wir das machen. Ich glaube schon. Das ist jedes Mal größer geworden, jedes Mal. Schauen wir mal nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir vielleicht. Das ist keine Bremse. Vielleicht haben wir nächstes Jahr in der Verlosung eine Honigschleuder. Weiß ich nicht, eine vollautomatische Honigschleuder. Das wäre es doch, oder? Haben wir nicht einmal selber, oder nicht? Ja, aber ich kaufe jetzt dann eine. 25? Für uns jetzt unten im Keller kaufe ich jetzt dann eine. Für mich? Für dich, ja. Mhm. Du kriegst jetzt dann die eigene vollautomatische Honigschleuder. Da bin ich ja gespannt. Was? Die Imkerholzkiste von zwei Bienen. Die ist schön. Die hier? Ja. Also, das ist die von zwei Bienen ist das, die Imkerholzkiste, ja. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja? Ich würde es dir gerne zeigen, aber dann muss ich hier das alles runterschlichten. Und ich denke mal, du siehst die auch, wenn sie bei dir ankommt, ja. Tumpf, ich nehme einen ganzen Kasten mit. Ja. Das ist eine schöne Kiste. Bin ich ein bisschen neidisch, aber ich habe mir was abgeguckt. Da innen mit der Leiste, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Das werde ich in meine auch einbauen, die Leiste, dass ich da was rauf machen kann zum Schieben. Das ist wirklich schön gebaut, ja. Also, die 25 kostet weg. 25 ist weg. Timer weg. Timer weg. Nächstes. Mein Gott, nein. Mein Gott, nein. Halleluja. Das mag es gar nicht glauben. Und jetzt gleich nochmal, wo? Wo haben wir? Da haben wir. Hat jetzt so einen Text geschaut. Da oben das. What? Jetzt. Jan am 48193. Also, Jan am
Jana. Oder Jana M. Jana M 48193. Das ja. ergibt sie mir. Bart belügt mich schon die ganze Zeit. Was? Der Rex. Die im Bad belügt mich. Ah, okay. Jana ist da, drück auf Stopp. Jana ist da. Nein, also meine Waage, die läuft sehr gut, muss man sagen. Jetzt weihnachtlich war jetzt ein bisschen schwierig. War wirklich schwierig. Ich glaube, ich habe jetzt seit eine Woche ist hinüber, aber mein Ziel bis April werde ich wahrscheinlich erreichen. Ich hoffe, ihr kennt mich noch dann. Ja. So, aber sagen wir mal so, bis jetzt sind es 15 Kilo. Ich bin schon schön unter, ich bin nicht mehr dreistellig, ja. Was ist? Die 5. Die 5. Das ist übrigens meine Glückszahl. Eine Ligustica-Königin stand begattet von also, Marcel. Der Marcel würde dir gerne dann eine Königin zusenden, wenn es dir genehmt. Ja? Ich gebe aber, wie gesagt, die Kontaktdaten. In sowas gebe ich natürlich, muss ich Marcel ja weitergeben. Und dann schreibt ihr euch einfach gegenseitig, okay? Dann schreibt ihr euch, wie ihr das. Juhu, schreibt. Ja? Wie ihr das wollt. So, schalten wir da wieder ein. Ist doch gar nicht so schlecht, dass die Kamera da ist. Ja, dann siehst du. Sie hat nur 63% Akku. Das ist wenigstens nicht Scheiß. Wie sollst du da? Weißt du hier nicht. Man weiß ja nie, was irgendwer denkt. So. Nächstes. Was andere denken, ist mir persönlich nicht so dramatisch. Ja. Ich bin für. Bienenflüsterer, bin ich schon gezogen worden? Ja, zweimal. Ganz am Anfang und vor ungefähr 10 Minuten. Bist du? Mist, wirklich. Nee, schmarrn bist du. Bist du nicht? Das ist halt live arschen. Nein, da habe ich nicht. Also? Ich bin's, Steff 5251. Ich bin's, der Steff. Also ich bin's, der Steff. Ich bin's. Inas Bienenkorb, gratuliere, das ist ja mein Traumgewinn. Da ist noch eine drin, glaube ich. Da ist eine, glaube ich. Drei, glaube ich, waren es. Ich weiß nicht, zwei oder drei haben wir. Ich glaube, drei. Ich bin es, ist da. Ist da. Also, stopp. Dann hau raus. Die 19, dort, der Mann ist vorbereitet. Der Mann ist vorbereitet, ja. Da jetzt schläft unser Hund. Jetzt schläft der war nervös. Schläft unser Hund auch. Ich finde es, also, ich bin immer noch. So, da haben wir eine Naturpatenschaft von Hortus Bios im Wert von 50 Euro. Ja. Auch gleich, weil das muss man auch weiterleiten dann. Ja, das kommt jetzt alles da her. So. Stopp. Ja, ich bin Stockler. Hast du das weg, ja. Du kannst schon auch hinschauen, wenn du es dann in der Hand hältst. Ja, ich habe jetzt auf Kamera geschaut, ob es oben ist. Das siehst du nie. Ich habe es aber gesehen. Du hast gesehen, dass es gewackelt hat, ja. Mir aber nicht. Weil meine Frau hat auch zum Beispiel bei mir einen Film schauen. Ja? Und wir haben ja, Smart TV sagt ja jedem was. Ich bin schon da. Der hat letztes Jahr auch schon was gewonnen. Der hat letztes Jahr auch schon was. Der hat alles getauscht, ja. Welch, lass ihn. Oder ihr Bruder. Also, wir haben ja heute schon mal einen Probelauf gemacht. Ja? Und sag es. Easy B. Easy B, bitte. Beim Bademeister. Beim Bademeister, weil du hast letztes Jahr. Ja, Easy hat letztes Jahr auch was gewonnen. Und ich glaube, ihr Bruder. Und ihr Bruder. Ich glaube, beide. Ich glaube, beide, ja. Am letzten Jahr. Stockmeister war das, glaube ich. Ist schon da. Ja? So, ist Easy auch schon vorbereitet? Easy, welches Los willst du? Welches Los willst du? Die 11. 11. Der Geburtstag. Das ist mein Geburtsdatum. Am 11. Januar habe ich Geburtstag. 1-1-1. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Oh! ECB. Da brauchen wir jetzt mal wieder. Und das muss ich jetzt sagen, das ist wieder. Das ist ein Schicksalsding. Easy. Kriegt einen Bienenanhänger von Peter Goldbiene aus Solber. Warte mal. Ah, so, hier ist er. Du bekommst diesen Bienenanhänger. Ja?
Und ich bin mir sicher, dass der dir gefällt. Mir gefallen die übrigens auch sehr. Wo ich aber ganz ehrlich schon mal jetzt mal so ganz nebenbei erwähnen kann. Ich habe ja dank Peter meinen eigenen BeLife-Anhänger. Ja, du auch, aber ich auch. Ja? Cool, hat's geschafft. Also, warte mal, das machen wir so. So. Hast du das weggedingselt? Was habe ich? Die 11. Ja, natürlich habe ich die 11 weggedingselt. Ja, natürlich. Ich bin voll da, ich bin fokussiert. Natürlich. Maschine. Was haben wir? Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ja, siehst du, du bist halt einfach. In der Zeit löse ich einen Würfel. Dann mach. Nein. Ich mag jetzt nicht. Weil mein Würfel sagt nein. Oleg. Was denn? Geht nach Bella Italia. Na, Italien? Und auch der schimpft da der Ding wieder. Ei. Jetzt geht's auf Italien. What? Was ist das? Ja? Der Hofer Alex. Hofer Alex? Oder? Nee, das gilt ja eigentlich nicht aus Italien. Nein, das gilt nicht. Das ist nicht Italien. Der schimpft der Salzburger Imker. Der Salzburger Imker, der schimpft mir wieder. Oh, da gibt's wieder Ärger. Mit dem muss ich übrigens telefonieren, hat er gesagt. Also es muss. Meine Laborergebnisse vom Honig ist da. Ich sag's euch, ich hab maßlos versagt. Maßlos. Aber da wird es ein Video geben. Mal schauen, ob wir das per Livestream machen. Ist da. Warte mal. Stopp. Alex Hofer. Ja. Bin da. Ja. Warte mal, darf ich mal das lossehen? Das ist ein Mitgliederlos. Ja. Das ist ein Mitgliederlos. Also dieses Los, was da jetzt ist, das hast du erhalten durch die Mitgliedschaft. Habe ich nämlich überall gekennzeichnet, dass ich es kenne. Wo der herkomme. 37. Warte mal, ich habe alles weg da. Jetzt hat er es. 37. Ich weiß aber selber nicht mehr, was da drin ist. Ist auch nicht schlecht. Dreimal Intesa-Creme plus dreimal Intesa-Lippenpflege und dreimal Gummibärlis. Dreimal in dieser Creme, dreimal in dieser Lippenpflege. Das ist ein komplett Lindesa-Package. Lindesa-Package ist das. Ist jetzt das Italien oder ist das Südtirol? Jetzt wollen wir es wissen. Ich wollte das schon wissen. Also ich persönlich, meine Seele ist ja schon so ein bisschen Italiener, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe Italien. Ne? Südtirol. Das ist auch ja ein Grund, warum ich diese Länder so mag, warum ich sage, die kann ich nicht aus der Verlosung ausschließen. Auch wenn man ein kleines Südtirol Päckchen 50 Euro kommt. Südtirol. Ja, ist Südtirol, aber. Du kannst nur verlieren. Ja, also man spricht da deutschsprachig. Also, sagen wir so, bayerisch oder österreichisch. Oder italienisch. Du kannst nur verlieren. Warum? Ich wollte es ja nur wissen. Der Thomas, der hat er nicht. Ja, der Thomas, der Haube. Der Thomas, der schluckt dich. Nein, das tut er nicht. Wenn er bloß so ein bisschen. So ein liebes Datscherl. Ja, gut, vielleicht haut er mich schon ein bisschen fester, aber gut, Thomas, vielleicht gefällt mir das ja. Okay, warte, ich mache jetzt den Timer wieder her. Ja, da freue ich mich übrigens schon jetzt sehr. Jetzt haben wir einen Österreicher. Jetzt haben wir einen Österreicher? Den ersten Österreicher. Hast du das? Ja, ich kann. Der Sami 05. Sami 05. Der Sami 05. Okay. Südtirol gehört moralisch zu Tirol, politisch zu Italien. Sami ist da? 18. Der Sami kriegt jetzt einen großen Akku, ein paar aus der Oh, Sami! Du hast einmal, und es geht auf Österreich. Mhm. Sami, fahrst du zufällig auf Wels? Bist du zufällig im Wels fahren? Wenn nicht, ist egal, ich schicke dir das auch. Das ist easy. Du bekommst diese Powerstation, die ich übrigens mittlerweile sehr, sehr liebe. Ja, Peter, ein Tumpf ist ein Zweitwohnsitz, ist bei uns. Jetzt pass auf.
Ich kann dir das mal zeigen. Das ist diese hier, diese Powerstation. Das hat hier oben auch, da kommt noch ein Video dazu, weil ich habe mittlerweile, ich liebe diese hier, ich habe die und noch eine größere. Die hat hier Induktionsladefeld und bei dem Induktionsladefeld muss man wissen, wenn man da mittig was drauflegt, das funktioniert nicht. Das Induktionsladefeld ist, sag mal, ja, du kannst schon weitermachen, wenn es ist. Das war da. Da ist es. Es ist so leicht, siehst du? So leicht versetzt, nicht, dass du dich auch wunderst. Ja, ich habe mir auch gedacht, das geht nicht, aber doch, das geht schon. Das muss nur so leicht versetzt sein und das haben die bewusst gemacht, dass man es nicht nutzen kann, wenn der Griff ist, dass man das Handy so reinlegen kann. Fragen wir nicht, wieso. Aber ich liebe diese Powerstation, weil, noch kleiner Funfact, wenn du die alles ausgeschalten hast, das ist wirklich alles, dann kannst du von USB-C auf USB-C, das ist dieses Kabel hier, anstecken und du hast hier keine Standby-Stromverluste und du hast hier wirklich 100 Watt, die über das USB-C-Ladegerät rausgehen und du kannst dein Handy wirklich verdammt schnell laden oder auch Laptop, wie da hängt jetzt zum Beispiel der Laptop dran und das andere Zeug. Das ist wirklich heftig. Oh, ich habe ein Los und einen gerissenen Gummi. Du hast ein Los und einen gerissenen Gummi, okay. Aber nur so rein im Bein. Ja, ich liebe das Ding mittlerweile. Bist du schon wieder ready? Ich bin wieder, ich glaube, ich bin ready. Warte mal, ja, hier. Jetzt haben wir einen Schweizer. Ein Schweizer haben wir? Jetzt wird's, oh mein Gott. Multikulti. Jetzt wird's crazy, jetzt wird's teuer. Was ist? Warte, okay. Und? Am Felix Grossenbacher 6748. Also Felix, hau rein und mach mich arm. Das Päckchen, egal was ich dir schicke, kostet mir mindestens 20 Euro. Ja? Das klang nicht. Das klang nicht? Nein. Habe ich die falschen Preise im Kopf? 35? Das ist was ganz. Das ist was ganz. Felix? Weiß ich schon. Jawohl, hier. Stopp. Also, ich hoffe, du gewinnst jetzt keine Königin. Und falls das so ist, 44. Dann ich helfe beim Versand. Also, ich mache das dann mit dem Zoll und so. Das, da bin ich mittlerweile einigermaßen geübt, aber das ist gar nicht so einfach in der Schweiz. Ich muss ausfüllen. Was? Ich ausfüllen und nicht du. Ja, aber ich weiß, wo ich anrufen muss. Und ich muss ausfüllen. Ja, das macht ja nichts. Man muss, mir hat mal ein Lehrer gesagt, man muss, was haben wir für los gehabt? Das, wenn Sie jetzt wissen, das habe ich schon gemacht, oder? 42, oder? Nein. Was ist? Was ist los, haben wir? Ah, weiß ich nicht. Die 44. Ah, ich hätte was lesen müssen. Mein Gott, nein. Zu mir hat mal ein weiser Mann gesagt, man muss gar nicht wissen, alles wissen, sondern man muss... Dreimal Lindesa-Creme. Du kriegst dreimal Lindesa-Creme. Obala, du hast umgeschmissen. Du schmeißt halt irgendwie alles um. Ja, nein, das hilft halt nichts. Das hilft halt nichts. So. Dann next. Next. Komm. Also nächste Weihnachtsverlosung würde ich gerne eine Show-Einlage mit dazwischen. Ich brauche irgendeine Sängerin oder einen Sänger. Ja, so wie bei den Talkshows. Also so ein Studio macht man dann und dann so richtig. Ja. So vielleicht doch einmal glühen. Wir meinen, also oh, Wachstum. Österreich. Was? Österreich, Österreich. Jetzt geht es aber richtig rund. Tirol, Schweiz, Österreich. So, also machen wir den Huni voll. Komm, hau raus. Patricia Weiß. Also Patricia, hau raus. So, komm, Patricia. Ich lese. Steffi macht Cheerleader. Nein. Nein, wieso? Eine Tänzerin wäre auch, auch gut. Macht Druck, der Stopp. Patricia, okay, stopp. Okay. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt den Huni voll. Da. Ey, brauchst du eine Nummer? Ja, das, ich bin schon da. Nein, das macht er nicht, Iris. Iris, doch, das kann sie machen. Ich bin dabei. Nein. Ich bin dabei. Fangen wir schon. Nein. Das haben, sag mal, also früher wäre da, also super. Ja, das sage ich jetzt nichts. 23, also meine Frau hat mich so kennengelernt übrigens. Ohne nur mal so rein nebenbei. Ja? Genau, dann hätte ich, wieder den Körper dafür, weißt du? Der Geist ist schon immer da. Eine Pinstock-Karte.
Eine Pinnstockkarte. Mhm. Eine Pinnstockkarte. Da. Pinnstockkarte. Sehr gut, weil die ist robust. Auf Österreich versenden ist immer. Das ist ein Kuvertl, das geht schon. Jupp, strippt an der Honigschleuder. Jetzt geht's in ein vernünftiges Gespräch. Bienensepp wurde leider vom Chat entfernt. Hast du das weggemacht? Was? Die 23. Ja, natürlich. Schon lang. Natürlich. Vorgestern schon. Ja, mhm. Letzte Woche. Ich habe nichts mehr zum Trinken. Da unten steht. Ein durchsichtiger Gummi. Durchsichtiger Gummi? Das sind die DM-Gummis, die halten. Die sind aber gut. Die sind genauso dick, aber die sind gut. Ja, das sind die vom DM. Die wollen noch nachgeholt haben. Ja, genau. Oh, schon wieder Österreich. Schon wieder Österreich. Man muss aber auch sagen, ich habe aktive Mitglieder, also aktive Community-Mitglieder, sehr, sehr viele aus Österreich. Wirklich sehr, sehr viele. Ich bin Stachler. Dann haben wir einen Julian JV7ML. Julian, komm jetzt. Gottfried, bitte an die Stange kommen. Da ist er schon. Mach Stopp. Mach, ich bin schon. Jetzt haben wir da einen Julian. Julian, wo aus Österreich kommst denn du? Wir müssen jetzt nur wissen, Julian, wo du herkommst. Ja, ist er schon. Und jetzt noch du bist unser Julian. Schlürf einmal, du mit so. Unmöglich. Ich kann mein Mikro ausschalten. Na, kann ich nicht. Doch, könnte ich schon. 32. So. Was haben wir? Nochmal eine Pinnstockkarte. Nochmal eine Pinnstockkarte. Die Österreicher werden mit Pinnstockkarten übernehmen. Ich weiß ja, wer von euch hier im Chat hat so eine Pinnstockkarte. Dann mal bitte nur eine 1 in den Chat, wer eine Pinnstockkarte hat. Also wer das hat. Also ich habe da ja schon heiße Diskussion geführt mit einigen. Die haben zu mir gesagt, Jupp, wenn du das verwendest, kannst du das ja gleich eintragen. Das muss ich sagen, nein. Da würde ich ganz klar sagen. Da würde ich sagen, da ist das wesentlich besser. Da haben wir schon ein paar eine. Franz Waser, Iris Dietz, warte mal. Ja, der Franz, das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren, ja. Mit dem Abfüller. Das war Wahnsinn. Das war ein richtiger Krimi. Das war das erste Verlosen, das wir hier gemacht haben. Was ist los? Ich weiß nicht. Wo ist noch der BeLive-Anhänger? Der hat da keinen Platz mehr. Also ja, ich trage meinen immer nah am Herzen. Mhm, und ich habe meinen ausgestellt. Wo? Da drin. Ah, in der Vitrine. Ja, also, das ist nicht verloren gesehen. Mhm, ja, ja. Ich trage meinen nah am Herzen, aber gut. Ich habe da 2 Ringerl drauf, die gehen ja nicht runter von mir. So. So. Zack. Alter. Sag ich dir nicht. Letztes Jahr habe ich meinen eigenen Zeichenlack ausgesucht. Ja. Richtig! Tumpfi, letztes Jahr hast du auch gewonnen und genau. Könntest du zurückwirkend schauen? Die kennen wir doch. Wett. Jetzt. Die Sandra Müller. Sandra Müller. Ich habe auch übrigens sehr hohe Community, also von den aktiven Mitgliedern, haben definitiv sehr, sehr viele Damen, Frauen sind da dabei. Also wirklich sehr, sehr viele. Das ist wirklich Wahnsinn. Sandra Müller und die 48, bitte. 48. Oh, ist die ganz letzte. Das ist die letzte. Was ist drin? Sag ich dir nicht. Ein Schüttelbecher von Bivital. Oh! Der hier? Ja, wir haben noch einen Schüttelbecher von Bivital. Ja, für die Varroa-Kontrolle, wo ich gezeigt habe, entweder mit Puderzuckermethode oder wenn man ein kleines Löchlein mehr macht, könnte man mit Kohlendioxid, also mit Ding machen, wo ich aber persönlich mit der Zuckermethode am besten fahre. Ja. Was ich noch nicht probiert habe, das werde ich aber jetzt
das kommende Jahr probieren. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag diesen Schüttelbecher wirklich gern. Dieses zum Anpieksen der Zellen. Ja. Also um das Ausräumverhalten so ein bisschen zu schauen. Das werde ich mal probieren, das habe ich noch nicht probiert. Für den besten Piniencocktail, ja. So, nächste. Ich bin startklar. Sei nicht so neugierig. Normal mache ich das allein. Normal sitzt dort einer. Ja, so ähnlich. Mhm. Oh! Wen haben wir? Wen haben wir? Lass mich singen. Ich will singen. Die Freundin von. Oder die Schwester, keine Ahnung. Die Zizana. Zizana? Vom. Lukas. Willst du halt auch was wissen, der ist gut. Oder? Ja. Ja? Natürlich weiß es, Lukas. Du hast das Beutel getippt, zack, bumm, Lukas. Ja, bloß ein letztes Beutel tippt. Ja, aber. Ja? Und ich hoffe, du ziehst jetzt nicht dein eigenes Bild, ja? Da ist, hier. Zizana, hier ist hier. Stopp! Ist die, also, wenn es richtig stimmt, was ich sage, dann 29. Also entweder Schwester oder Freundin, keine Ahnung. Schwester oder Freundin? Das wissen wir jetzt halt das weiß ich nicht. Vielleicht auch bloß Kumpel. Mit dem gleichen Familiennamen. Ja! Ah, dann müssen wir jetzt Frau sein. Ja, genau, die Frau. Lukas schreibt der Herz an. Was denn? Eine Pinstockkarte. Eine Pinstockkarte? Ja. Müssten aber passt alle weg sein dann, oder? Fünf oder sechs. Fünf oder sechs haben wir. Aber ich glaube, dass fast alle weg sind. Dann. Hast weil Ding fällt noch, Varox Edi fällt noch. Hast du 29? Ja. Schon lang. Schon lang, schon ewig. Franz, bitte schreib für, falls mich die Steffi sperrt, wegen meinem Blechsprüch. Was hast du denn schon wieder geschrieben? Wegen meinem blöden Sprüch. Ah, da fällt ja nichts, da wird keiner gesperrt. Der hat nichts geschrieben. Das ist ein Sepp und Sepp mein Nobel frech. Der nicht frech. Mhm. Sie haben das Herz auf der Zunge. Ja? Deine Zunge ist groß. Ja, deswegen, weil ich auch ein großes Herz habe. Mhm. Ja, das ist. Das ist Natur-Gleichgewichtsgesetz-Dings der Bumster. Warte mal. Können wir nicht? Können wir? Ja. Können wir? Ja. Wer? Was denn? Achso, können wir, jetzt verstanden. Kennen wir, glaube ich. Und Torben Bremer. Also Torben Bremer. Bitte. Der Lukas schreibt, die Frau ist. Die Frau ist. Der Torben Bremer. Bitte, ist er ja schon. Ist schon da? Ja, der hat sich schon gemeldet beim Bademeister. Der hat sich schon gemeldet. Okay, ist schon auf Pause. Ich blende jetzt das obere gar nicht mal aus. Du bist jetzt halt bloß so klein da drin. Aber das passt ja. Ich würde es übernehmen. Ja. Aber man sieht meine schöne Leuchtschrift nicht. Warte, die muss ich mal kurz ausschalten. Halt. Nee, falsch. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Das da. Was sagt ihr zu meiner schönen Rundum-Laufschrift? Die ist. Die werdet ihr in Wels auch sehen. Ja? Die 15. Die 15. Ich mach das mal zu. Und? Was ist? Kommt unsere Tochter heim. Unmöglich so. Was haben wir? Das große Bienenbild vom Lukas. Das große? Das ist da hinten. Das ist da ganz hinten, ja. Das ist da hinten. Wie kann man jetzt das so herstellen? Ja, weil ich den Koffer gerade aufmachen habe. Also, das ist. Wer ruft denn die jetzt so? Private Nummer. Jetzt wird spannend. Wer jetzt so ruft. Hallo, Sera, Sie wünschen? Aufgelegt. Derjenige. Der hat jetzt aufgelegt. Vielleicht war es jetzt jemand, der mich mobben wollte und hat sich gedacht, wo bin ich jetzt, Sera? Hast du die 15 weg? Ich mach die 15 schon weg. Ist schon weg.
Warte mal. Was? Oh. Oh. Nein. Nein, das ist das WhatsApp. Ja, das war eine private Nummer, da wollte ich mich verarschen. Ja, da wollte einer mich verarschen. War mal nix. Die musst du aber noch signieren. Ja, Lukas, also ich, wenn jemand sein Geschenk, was er von mir erhält, signiert haben will, dann bitte, dann schnell, dann schreibt es das. Bist du stark, ja. Per E-Mail, ja, dann mache ich das gerne, aber ich, ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die hier gewinnen können und mich nicht mögen. Das ist ja, ja auch völlig okay. Ich, was, wer ich bin? Österreicher. Die Schwester von der Dame, wo wir gerade schon zusammen. Okay, warte. Wer? Warte mal, mach nur mal Stopp. Ja? Die Patricia Weiß. Ich denke mal, dass die Schwester ist. Ja? Wir haben gerade schon eine Weiß gehabt. Wir haben gerade schon. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und hat schon was gewonnen? Ah, da. Dürfte ich das als Einpaket machen? Bitte, Syrah ist geschrieben, bitte meine Karte auch signieren. Also nehmen wir das jetzt einmal als Antwort. Patricia, du bist gezogen. Ja, du bist da, also stopp. Yeah, schreibt's. Das ist die Schwester, oder? Vermute mal. Ja, es kann ja sein, dass sie zwei Lose hat. Das war, ist vielleicht anders geheißen. Okay, die 10. Die 10. Und? Und? Was gibt's? Was für kalte Füße. Einmal gestrickte Socken und eine Lindesa-Creme. Ah, du kriegst jetzt, das sind übrigens von einer Abonnentin von mir. Also kleine Füße oder große? Weil wir haben zwei Paar Säckeln. Wir haben zwei Paar? Ja, ein paar kleinere und ein paar größere. Die würden mir passen. Ja? Der also in Gottfried nicht, der Gottfried hat so hobbitmäßige Füße, die haben so lang. Wie so lang das da hier vorne? Das nein, der Gottfried hat große, der hat solche Füße. Der Gottfried ist klein. Ja, deswegen, aber der hat große Füße, der kann fast über Wasser laufen damit. Ja, es geht. Nein, ohne Scheiß. Der Tumpf, kennst du mit Gottfried seine Füße? Der Tumpf und ich, wir haben letztes Mal, haben wir, jeweils haben wir sie in eine Show eingestellt von Gottfried und wollten da so über Donau fahren. Lala. Und dann haben wir gesagt, macht man doch nicht, das ist zu krass. Ich will das jetzt gar nicht wissen, die Einzelheiten. Ja? Hast du die 10 weggemacht? Ja. Martina, die wollte ich, ja, das tut mir leid. Ich habe die 10 weggemacht, ja. Kleine Füße. Gerne, das, die hier. Nein, die anderen. Haben die kleine? Ja. Ja, okay. Das sollte man aber jetzt abschreiben. Diana gehört selbst gestrickt. Die haben wirklich schön gemacht, Aber wir dürfen nicht sagen, von wem. Ich schreibe so kleine Füße mit euch. Warte, das Bier ist alter Scherz halt. Nee, ist wirklich so, gell, Gottfried? Ernsthaft, wir haben erst gedacht, du hast einen Riesen bei dir im Haus und dann hast du angezogen. Und haben wir gedacht, ey, okay. Ups, der Gottfried hat sich schon wieder versteckt. Ne? Nein, der ist schon da. Das ist unser das Top-Moderatoren-Team. Ich wollte das Top-Model sein, oder? Patricia Wölz. Weiß, gerne Übergabe auf, auch im, es geht wirklich, Patricia? Würde ich gerne machen, ja? Soll man das mit aufschreiben? Ja, schreib das bitte auf dann. Ich leg das los jetzt schnell daher, die Finger weg. Ich schaue es noch. Meine Frau schreibt das jetzt schnell auf. Also du willst es gerne signiert haben. Und in Wölz. Also ich kann dir das gerne auf Wölz mitbringen. Ja, aber es ist schon kleine Füße in Wölz. Kleine Füße Wölz, okay. Ja? Und großes Herz, genau, Gottfried. Das ist ja das. Aber was sagst du? Was? Wer ruft jetzt bei dir an? Niemand. Niemand? Also immer. Bei mir ruft auch keiner mehr an. Der ist geschockt. Das ist bestimmt der Dirken. Ich habe schon meinen Spruch überlegt, wenn ich das nächste Mal abhebe. Mein Gott. Oh. Ja? Was? In Kamera. Welch, was? Jetzt war es da klar. Tobi B. Tobi B. Das Tobi ist der, B. Der, wo da wohnt. Kleiner Peter. Der Tobi B ist da. Tobi B. Bin da. Wo geht es hin? Nein, das ist ja. Ja, passt schon. Deutschland. Ja?
Sag mir da drüben ein freies Los. Sechsundvierzig. Drink es. Und? Königin von Franz. Eine Reinzuchtkönigin, also eine Königin, eine Kanika von Franz Waser kriegst du. Glückwunsch, die sind gut. Nächstes. Timer. Timer? Ja, ich bin schon. Ich muss. Warte mal, was war das für los wieder? Habe ich ja schon weggemacht. Ja, okay, habe ich schon weggemacht. Ja. So. Geh im Garten, Servus! Geh im Garten, übrigens, super Kanal, macht noch keine Bienen, ja, vielleicht bringe ich noch dazu irgendwie, ist halt Garten-YouTuber, aber da, also Bienen könnt ihr ja vielleicht, ich kann nur anbieten, wenn es mal mit Bienen, wenn es mal sowas brauchst in die Richtung, ja, dann würde es für mich eine Ehre sein, wenn ich dich da unterstützen dürfte. Das hast du aber knapp abgeschnitten. Was? Da. Hast du das? Ja. Peter Schoren. Peter Schoren. Wie, wenn du das abgeschnitten hast? Ja, ich schaue da vorher ja nicht rein. Geschlampert. Ich rolle die zusammen, dann drücke ich und ab dem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, was drin ist. Geschlampert. So, und dann mache ich das alle, dann ist so ein ganzer Stapel mit den Dingen und dann wird auf einmal geschnitten. Den habe ich aber heute auch schon mal gelesen. Peter da ist da. Stopp. Das funktioniert ja, hey. Das funktioniert ja wie tippitopp. Ja, und ihr habt alle Angst gehabt, dass das ihr nicht schafft in einer Minute. Ja? Jetzt brauchen wir bloß nur eine Nummer. Brauchen wir eine Nummer? Du bist hinten dran. Ja, und? Der Chat muss laufen, hast du gerade vorhin gesagt. Ja. Also, der läuft. Tick, tack, tick, tack. 36% haben wir noch. Die 4. Die 4. Wird wahrscheinlich der Akku genau halten für die Zeit. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wenn nicht, muss ich entweder, wir müssen dann ohne die Kamera. Was denn? Was denn? Was denn? Einmal die Königin vom Ralf alles. Ist ja auch was Schönes. Auch was Schönes. Habe ich auch eine da, so eine Königin. Das ist auch eine gute Königin. Ja? Also das ist von, wer es nicht kennt, das ist von Backfass Süd. Der Ralf Alles, der mir das mit dem Käfig im Prinzip wieder gezeigt hat. Und das ist eine Königin von ihm persönlich, von seiner Zucht. Ja? Jo, der, jo, Costa, ja, der Chat ist schneller als das Video, ja. Der Chat reagiert, ich habe das eingestellt auf Exzesse, also auf die geringste Latenz. Und wenn einer ganz vorspult, dann ist es wirklich möglich, eine Latenz zu haben bei einer guten Verbindung von circa 2 Sekunden Verzögerung. Mehr haben wir nicht. Und die größte Verzögerung ist maximal heute so 15 Sekunden. Ja? Habe ich extra probiert mit ganz vielen Standorten. Und 15 Sekunden ist sehr selten. Bist du Stockler? Ich bin Stockler. Im Kreis Janine K. Da ist schon wieder eine Dame. So, warte mal. Ja, ist schon da. Ist schon da. Da hast du das gesehen? Sie musste ja jetzt schreiben. Das sind jetzt insgesamt 7 Sekunden vergangen. Mit zwei, also die Dame hat wirklich auf. Wenn ich behole, sind es 22 Sekunden. 8. Also ich denke, das kann ich mir so aufschreiben für die nächste Verlosung. Ja, wird ja nicht die letzte sein. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, dass da dranbleiben lohnt sich, weil sehr wahrscheinlich vielleicht... Einmal das Bienenball vom Lukas, das Kleine. Das hier? Ja. Ja, klein ist jetzt gut gesagt, das ist auch groß. Ja, aber ich habe es halt als klein, dass wir es unterscheiden können. Also du hast das hier gewonnen. Ja?
Ich mag das. Ich habe bei mir unten im, also unten in der Küche auch eins hängen. Was war das für eine Zahl? Das, wenn du das wieder wissen. Habe ich schon gemacht, oder? Ach. Entschuldigung, tut mir leid. So. So, Glückwunsch, Glückwunsch. Also wie gesagt, es gibt im Januar oder Februar, könnte es unter Umständen sein, dass es vielleicht noch was gibt. Oh, der wohnt nicht einmal so weit weg. Also es wird unter dem Jahr wird's noch ein paar Sachen geben, weil ich habe noch Zusagen von Sachen, die es leider aus zeitlichen Gründen einfach nicht geschafft haben und erst bis Februar schaffen würden. Und dann habe ich gesagt, komm, das machen wir so. Ich nehme euch gerne mit auf. Ja, das kommt halt dann im Januar, Februar, März, irgendwann im Laufe des Jahres, dann nächstes Jahr, dass wir auch was haben. Ja? So, bist du soweit? Ich bin soweit. Du bist nicht einmal so weit weg von uns. Weh. Spatzerfeld. Oh. Der TS. Also TS, komm, zack, zack, hau raus. Das könnt ihr persönlich holen oder ich bringe. Die Dominique schreibt, ich hätte auch gerne ein Bild. Ja. Das müsst ihr mit dem Lukas ausmachen. Ja. Nein, bin im Flüsterer, bist du nicht. So. Wie ist der Stand von den Spenden zum Versand? Würde gerne nochmal dazu animieren. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann mal schauen, aber wie gesagt, ich freue mich für jeden, der mich da unterstützt. Es ist aber definitiv überhaupt kein Muss. Ja? Ja, 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 ja. Haben wir bei den Ersten, der wohl nicht da ist. Da kann ich leider aber dann auch nichts machen. Lukas, es haben mich ein paar gefragt jetzt schon, ob sie dieses Bild von dir auch so kaufen können. Ja? Big Business wird das jetzt. Die sind auch wirklich schön. Also mir gefallen die super. TS, TS, eieiei. TS. Der TS ist gesucht. Leider nein. Leider ist die Zeit abgelaufen. Tut mir leid. Also. Dein Leid ist ein anderes Freud. Los weg. Zieh ein neues. Aber man muss sagen, es sind ja eh eigentlich alle, wo wir jetzt sagen, es war jetzt der erste, ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ich war stark klar. Kann ich sehen? Du hast E-Mail hergeschrieben. Ja, weil das sein Name ist. Das ist aber lang. Das ist ein Sie. Das ist eine Sie, ja. s.roppelt@monenogel1750. Ja, das wurde als Name angegeben. Wichtig ist, wir müssen jetzt wissen, dass du bist. Also jetzt schauen wir mal nach einer... Roppelt Simone. Da ist, es roppelt. Da ist. Sehr schön. Stopp. Läuft doch. So, du bist wieder la. Also, Nummer bitte, die 7. Die Nummer 7. So. Na, nächstes Jahr kann man wirklich so ein Studio machen oder yeah. Mal schauen, wie sie sich entwickelt. Ich kann das nächste von der Couch aus machen. Von der Couch aus? Mhm. Oh. Was? Einmal den Smoker vom Tomfi. Oh, das ist der hier. Das ist der Smoker vom Tomfis Kanal. Ja? Gesponsert bei Tomfi. Gesponsert vom Tomfis Kanal. Da sind natürlich auch noch Tomfis Kanal Aufkleber. Haben wir bestimmt noch welche da? Haben wir noch welche da? Ich glaube schon. Haben wir noch? Im Bollerung. Und, ja? Der hat ja überall hingelegt worden, aber im Heißland liegen auch noch welche. Ja? So.
Gut. Dann. Startklar? Ich schon. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Also 20 Gewinne circa, grob gesagt. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Dann jetzt komm, komm pushen. Österreicher. Österreicher, mein Gott, der Österreicher. Ich liebe euch Österreicher. Bloß eure Post hasse. Den kennen wir sogar persönlich. Den kennen wir persönlich? Mhm. An Christian. Den haben wir beim Franz kennengelernt. Ja, natürlich den Christian. Ja, du hast jetzt einen fragenden Blick gehabt. Ja, weil ich jetzt kurz überlegt habe, wohnst du in den Christian, weil wir haben einen Christian, der war im Buchalski. Das ist kein Österreicher. Nee, aber ist auch ein Christian. Ja, aber Österreich gesagt. Ich habe eine schwere Bürde zu tragen. Also, warum haben da überhaupt drei verschiedene Flaschen mit drei verschiedenen Farben? Das ist einfach so. Christian, er ist da. Da ist er. Nur Christian bin ich. Das ist schon der richtige Christian. Genau, das ist auch. Ja, am Logo kenne ich schon. Und eine Nummer bitte. Eine Nummer bitte, Christian. Und signieren, müssen wir es auch. Schreibt. Was? Den. Ja, ein Aufkleber vom Tumpfi. Warte mal, der Rommel geht ja nicht auf Österreich, gell? Weiß jetzt gerade nicht. Nein, ich glaube, ich gehe nicht auf Österreich. Ich meine, er hätte mit auf Wels mitgenommen, dann hätten der Tumpfi auch signieren können. Oh. Was? Was? Das Gin-Set da vorne. Warte mal. Warte mal, immer Christian 24. Da wollen wir erstmal hier wegtun. Hier. Zack. Speichern. Also Christian, du hast dieses Gin-Set hier gewonnen. Das haben wir ja probiert auf der Messe. Öfters. Das ist öfters. Ja, das öfteren. Ein paar Mal. Und auch auf der anderen Messe haben wir es auch. Also ich sag's euch. Der Gin selber ist ja gut, sehr gut. Oh, aber meine Frau und so, die sagen, also der Likör, der ist brutal. Also wenn man kein Gin-Trinker ist, sondern eher mehr so auf süßere Sachen steht, aber nicht zu süß, sondern ja, so wirklich ein sehr, sehr guter Mittelweg, dann ist der Likör. Und du hast dieses Set hier gewonnen. Ja? Über 18 bist du, das weiß ich. Deswegen geht es auch so an dich raus. Franz, danke schön. Gregor, danke schön. Bienenstich Marie, danke schön. Wirklich vielen, vielen Dank. Mein Gott, nein. Was ist? Nix. Wer schreibt? E-Mail. Eine E-Mail? Eine wichtige? Nein. Sicher? Ja. Oh, der ist auch da. Die ist auch da? Sollen wir es gleich sparen? Nee, das machen wir mal fürs Protokoll. Das werden wir schon machen. Also? Wabenwerk. Wabenwerk? Habe ich schon die gelesen. Kennen wir doch. Habe ich schon gelesen. Wabenwerk ist das, das ist doch... Nein. Lass mal lesen. Nein, ist nicht, was du meinst. Nein, ist nicht. Übergabe bitte in Wels. Wer? Der Christian. Christian? Sehr schön, Christian. Wabenwerk. Gib mal was von deinem Getränk da. Jetzt muss ich wirklich zugeben, dass das und gut war, dass du so viel Trinken hast. Ja, aber erst zusammenscheißen. Gell? Wabenwerk, da ist sie doch. Weißt du, was willst du denn? Irgendwas. Gib mal rot. Was ist da drin? Energy. Dann nicht so viel, weil sonst wirst du noch mehr auf Draht. Ich bin nicht auf Draht. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin im Yin-Yang. Ich bin fast am Einschlafen. Also, ja, die Frau Wabenwerk ist da. Nummer 2. Nummer 2. Und gespeichert. Und? Was gibt's? Hm, hab ich gar nicht mehr drüber gedacht, dass wir das auch haben. Was haben wir noch? Ein DNA-Test von Sinsoma. Von Sinsoma? Die haben wir aber schon hier auch in der Werbeding drin, ja? Natürlich. Also, du kriegst von mir, also ich gebe die Kontaktdaten von dir weiter und du kriegst von mir, also Sinsoma, nicht von mir, die schicken dir dann einen, du kriegst einen kostenlosen Untersuchung für deinen Honig, eine DNA-Analyse von deinem Honig. Egal, wann du das machen lässt, also du musst jetzt nicht gleich sagen, oh ja, jetzt muss ich ihn schicken, sondern
Du kannst den dann im Sommer, im Herbst, wie du willst oder wie du das machst, kannst du das einschicken, ja? So, nächstes. Nächstes? Ja, ich bin stockler. Da ist aber voll drin. Nein. Doch. Das schmeckt schon fast wie der pure Sirup. Mhm. Ja, seit ich mag übrigens, ich bin entzuckert. Ich bin wirklich, man glaubt es kaum, ich bin entzuckert. Also, ich nehme keinen künstlichen Zucker mehr zu mir. Schweizer. Ein Schweizer. Mein Gott. Ne? Kämmerer. Kämmerer? Mhm. Wer wird dann? Was ist? Was glaubt? Stopp. Ja, jetzt. Freddy's Bienen. Freddy's Bienen. Bienensepp, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Daumen hoch und für die Community-Arbeit, ihr zwei und die, gut, dass du sagst, GM, weil du sagst, Community-Arbeit. Ich habe ja in meinem Adventskalender gesagt, ist da. Freddy's Bienen und stopp. Sag's mal, dass ihr Hashtag gemeinsam statt einsam auf anderen Kanälen auch schreiben sollt, also sprich, die auch bei dem Adventskalender dabei sind, und das haben einige getan, und die hat jeder einzelne von denen, der da geschrieben hat, hat auch von mir ein Los bekommen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, und ist auch mit da drin. Was hat er? 16. Habe ich das schon gemacht? Nee. Tada. So, Königin von Franz. Auch eine, oh, in die Schweiz. Aber das geht aber eigentlich. Von Österreich in die Schweiz, das geht. Weil wir einen anderen Schweizer hatten. Also das ist eine Kanika. Aber ich tausche euch die Kontaktdaten aus. Ja. Timer. Und dann könnt ihr das ausmachen. Wenn man vom Teufel redet, schau hin, wer ruft. Wer ruft da? Jetzt? Warum hat er nicht zugreifen? Warum hat er nicht zugreifen? Jetzt ist er schon wieder weg. Der hat nicht zugreifen. Warte mal. Jetzt, doch, jetzt. Grüß Gott. Hallo? Grüß Gott, Sie wünschen? Was ist, Franz? Passt. Ja, passt. Jo, passt. Einmal frei. Jo, wir hören uns, Franz. Also der Franz hat angerufen, wäre der Königin. Für die Schweiz überhaupt kein Problem, hat er gesagt. Er hat jemanden, geht easy. Timer. Warte mal. Im Chat wird meine E-Mail-Adresse verschluckt vom Lukas. Ja, der YouTube mag das nicht. Ich, warte mal, Lukas, wo bist du? Warte mal, halt schnell das App. Ja, nicht schnell. Der bleibt jetzt dann. Lukas, du bist jetzt, ab jetzt. Blau. Du bist der Schlumpf. So. Lukas, du bist ja schon viele Jahre auch bei mir hier dabei. Du bist sogar Mitglied. Und du bist jetzt Admin. Ja, du bist ab jetzt auch Admin und du kannst jetzt posten, was du willst. Es wird nichts mehr zurückgehalten. Du dürftest jetzt auch Leute auf die stille Treppe schicken. Ich bitte dich darum, das aber nur sehr, sehr eigentlich nicht zu tun. Außer irgendjemand beleidigt andere aufs Derbste oder so. Dann natürlich, Lukas, dann. Willkommen im Werkzeugteam, schreibt der Teufel. Ab auf die stille Treppe. Jetzt kannst du das. Weil der Lukas hat mir geschrieben, wer so ein Bild von ihm haben möchte, der soll doch, der könnte ihm dann eine E-Mail mal schreiben. Und dann könnt ihr das klären. Ja? Also, jetzt Timer. Kannst du das schreiben. Timer. Bin schon wieder da. Ich bin voll da. Ja. Stopp. Die so. Kämmerer. Die Kämmerer. Die Diana Götsch. Diana Götsch. Ich sag doch, ich habe ein Frauenteam. Absolut. Maschallah Maschine. Deswegen haben wir unaufhaltbar. Mhm. Unaufhaltbar. Weil ich, der Chef. Ich habe nichts gesagt. Druck auf Pause. Hab ich doch. Ja. Hab ich doch. So, jetzt. Das wieder her. Aber
Patricia? Yes, Frauenpower. Ja, ich habe wirklich, also die man muss das ganz klar sagen, die Damen bei mir in der Community 35. Haben mir schon über die, sagen wir so, über die schwerste Zeit hinweg geholfen. Was? Ich spiele ihn gleich mal. Wo ist denn jetzt der Lukas? Genau. Siehst du? Dann haben wir ein Paket mit zweimal in dieser Creme, zweimal in dieser Lippenpflege und zweimal Gummibärli. Also ein komplett Pflegesystem. Was für und natürlich, es sind auch Sticker dabei von mir. Das ist sowieso, das ist eh klar. Hast 35 weggemacht? Natürlich ist 35 weg, schon immer. Gestern, schon so. Letzte Woche. Ja, logisch. Ja. Die Gummibärli brauchen alle ich. Ja, der ging jetzt weg, das hilft halt nichts. Warte mal, hast du einen Gummi, der noch ganz ist? Ja, warum? Weil da ein los ist. Und wir wollen ja keinen verlieren. Da ist ja. Das, der Gummi gerissen. Warte, gib her. Gib ich her, mach ich das. Mach das. Ich mach das. Ich hab die alle gemacht. Aber Zucker, das. Ja? Wahnsinn. Ja, nehme ich da mein System. Da. Zack, 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 zack. Genau viermal. Du hast das so abgeschnitten. Ungeschlampert. Halt da mal rein. Ja. Ja, ich hab noch einen, ist Timer. Da drin. Timer. Stop. So, jetzt. Ein Roland Urban. Roland Urban. Ja? So, schaust du? Gummi gerissen, kenn ich. Schreibt der Rex. Ja, das. Aber das sind nur die Schwarzen. Wer schreibt? Die 1, bitte. Die 1? Jetzt traut sich endlich mal jemand an die 1. Was ist in der 1 drin? Das weißt du hier nicht. Das sehen wir uns gleich, wenn wir es aufmachen. Unsere Tochter aufschreiben, wenn sie das nicht. Was willst du? Dass sie beim Julian schlafen. Ja, ich tue jetzt mal einfach aus Jux und Kohl. Gut, dass die andere Kandidatin kleine Füße hat. Weil jetzt haben wir noch größere Füße wahrscheinlich. Einmal Stricksocken und eine Lindesa-Creme. Einmal Stricksocken und Lindesa-Creme. Also für größere Füße und Lindesa-Creme. Also die Socken, aber die würden mir passen. Bin mir sicher. Ich schreibe jetzt da noch. Bin mir sehr sicher. Ja? Also eigentlich genau das Set, was hier liegt. Ja. Ja? Größe, ja, das kann ich auch, Größe 43. Schaut dein Timer aus. Das könnte ich, ah ja, mein Timer läuft noch. Da schaut es her. Könnte ich noch, also ich hab ja 43, zwei, oder? Ja, ich hab 43. Ja, ich bin für das nicht zuständig, es tut mir leid. Jetzt ging ja fast, jetzt sind über ein Jahrzehnt war ich für solche Sachen nicht zuständig. Klamotten ziehe ich einfach an. Ja? Jetzt ist der Gummi schon wieder gerissen. Ja, weil du immer so grob bist. Da kann jetzt ja nichts dafür. So wie verbrochen. Das ist, ei. Irgendwas läuft falsch in meinem Leben. Ja? Oh. Was? Der hat es auch verdient. Der hat es auch verdient? Ja, und den können wir auch. Den können wir auch? Okay, soll ich Start drücken? Ja. Warte, und jetzt? Der Watthonig. Der Watthonig. Aber der hat einen anderen Namen. Oh nee, das zeigt nicht was. Das ist, Der Watthonig, ja. Den zeigt schon. Genau, Watthonig. Weil der Watthonig ist ja da. Ja, okay. Der Martin. Der Martin, ja, ich weiß. Das mal, aber der zeigt ja, der Kanal heißt ja Imker mit Herz, oder? Der YouTube-Kanal. Der YouTube, ja, aber das ist ja, auch. Aber da ist Watthonig. Warte mal, ich mache hier mal Pause. Also, der nette Herr, den haben wir so richtig persönlich, haben wir uns kennengelernt, ja, in Weimar. Hat auch einen YouTube-Kanal, ganz, ganz neu, ganz, ganz jung. Habe ich erst gepostet vor ein paar Tagen. Und. Die 28. Ist, also. Volker, du hast ja nichts verpasst, du wurdest noch nicht gezogen. Ja, nur fünfmal. Volker, fünfmal haben wir dich gezogen. Fünfmal! Ich habe geschrien, ich habe ein Fenster geschrien. Alles. Nee, Schmarrn haben wir nicht. Also wir haben dich noch nicht gezogen. Was gibt's denn? Übrigens, das Teil, was du mir noch geschenkt hast, ja? Das. Oh no! Das ja? Ding brauche ich ja. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich sau cool. Der Dult, du warst im Zirkus, Volker. Ja?
Dreimal Schiede vom Jürgen Binder. Oh! Jetzt muss ich wieder aufschauen. Und das freut mich jetzt, dass du die gewonnen hast. Das ist jetzt so ein Schicksalsding. Ah, jetzt haben wir aber ein Problem. Au, au, au. Jetzt haben wir ein Problem, weil du hast kein Datant, gell? Da, da, da. Also du würdest drei von diesen gewinnen, aber du hast kein Datant. Ja? Aber ich denke mal, du löst das Problem schon irgendwie. Ja, aber dann das sind, braucht er halt noch Datant. Dann braucht er halt auch noch Datant. Ja? Also, der Wattohonig. Braucht er Datant? Du brauchst jetzt leider Datant. Das wäre eigentlich gar nicht einmal so ein schlechtes. Wer spendet an Datantkisten? Das wäre nicht einmal so ein schlechtes Experiment, weil du bist ja überhaupt kein Datant-Imker. Ich löse es. Herzlichen Dank. Martin, super. Das wäre einmal also ein super Ding, dass man sieht, dass da überhaupt kein Hexenwerk dran ist, mit Datant zu imkern. Sondern das Problem ist eigentlich im Kopf der Imker, sondern das ist einfach nur, man muss sich da einfach drauf einlassen und einfach machen. Ja? Und schon läuft das Ganze. Timer. Jetzt müssen wir dann ganz kurz 5 Minuten stoppen, Schatz. Warum? Weil da der Akku gleich leer ist. Oh. Timer, Stopp, ja. Du kannst schon weitermachen. Ja, ich brauche deinen Timer. Achso, du brauchst meinen Timer. Hallo, machst du Stopp? Ja. Stopp. So. Dann haben wir die Lehmann-Irina. Lehmann-Irina, bitte. Sie dürfen. Ja, das hängt jetzt. Warte mal, ich schalte das mal aus. Aber. Der lädt nicht. Also genau das falsche Kabel genommen wahrscheinlich. Hier ist sie. Machst du Pause? Ja, das überhitzt die Kamera. Die ist völlig überhitzt. Aber, warte mal, ich habe einen Joker. Ich hole die andere Kamera dann. Stopp. Hammer, die 40. 40. String speichern. Liebe Regie. Ich muss schon wieder aufstehen. Nein, du musst nicht aufstehen. Der ist da hinten drin. Nicht. Also muss ich trotzdem aufstehen. Nein, die ist da. Ich komme hin. Achso. So, du kriegst einmal einen Imkerkalender, einmal Lindesa-Creme und einmal Lindesa-Lippenpflege. Nicht schlecht. Jetzt warte mal. Also mal in meinen Damm nehmen. So, nehmen wir einfach eine andere Kamera. Oh, unser Hund hat schlecht geträumt, jetzt ist er hochgerumpelt. Jetzt ist er wach. Jetzt mal ein Bisschen gleich. Die 40 muss noch weg. Jetzt wart's ganz kurz. Webcam. Hat er noch Weiß ich nicht, der ist wach geworden, das hat er immer. 40 hast du weg. Die 40 mache ich schnell weg. Vicky? Die 40 war schon weg gerade. Ja. Dann hast du schon. So, jetzt warte mal, ich muss schnell die Kamera zum Laufen bringen. Das ist nämlich die. Willst du aussehen? Dann lass ich unseren Hund schnell aus. Ja, lass du schnell unseren Hund raus. Ich stelle dir hier schnell um. DJI groß. Ich bin sofort wieder da. Droidcam. Nein, das ist falsch. UVC. Ja, da ist sie doch. Zack. Deaktivieren, aktivieren. Tada! Nehmen wir halt einfach die Kamera, bis wir eine andere finden. Aber die ist richtig, die glüht, ja. Actioncams haben wirklich, also wenn ihr filmen wollt, Actioncams sind schon nicht schlecht. Aber die haben wirklich ein Problem mit der Temperatur. Die ist jetzt wirklich am Limit, die glüht jetzt. Ja? Das läuft ja hier auch schon 2 Stunden. Also wir können weitermachen. Ich finde irgendwie, die hat ein besseres Bild, oder? Obwohl das ist Vorgängermodell, ja, von der hier.
So. Tja. Was? Was ist jetzt? Das gibt's nicht. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, krass. Warte mal, den Timer. Und start. Easy B. Das gibt's nicht. Ja gut, so ist es aber. Bienensepp extra Windel anzogen. Also wenn ihr wer für eine Pinkelpause ist, der sagt, dann macht mal kurz eine Pinkelpause. Ist auch kein Problem. Fünf Minuten. Easy, das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Easy. Das ist der, aber ich freue mich für dich wirklich sehr. Jetzt brauchen wir nur noch eine Zahl von dir. Die Easy ist auch eine der aktiveren bei mir hier am Kanal. Also, was heißt aktiv? Nicht nur schauen, also die halt wirklich auch fleißig kommentiert und Likes gibt und so, also die wirklich interagiert. Und ja. Oh. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Den Smoker vom Bienenruck. Oh, vom Bienenruck hier. In Smoke Man mit Stockmeißel. Ja. Den haben wir nämlich angeschaut. Der gibt. Bin ein bisschen neidisch, gell? Ja, bin ja ein bisschen neidisch. Wo bildest du? Da. Weil viele kennen ja den Rauchboy, den ich habe. Ja? Und der Rauchboy, da ist die Dose, also der ist sehr gut, aber die Dose ist ein bisschen eng, das ist hier angepasst, ein bisschen dünner. Und der hat von Haus auf hier so eine Klemme, dass du schön hier so rausziehen kannst. Bin ja ein bisschen neidisch. Ja, bin ja ein bisschen neidisch. Ja, weil vom Bienenruck, so viel kann ich jetzt schon verraten, da wird es wahrscheinlich was geben im neuen Jahr. Ja? Im neuen Jahr, was verlost wird. Ist das die schwarze Edition? Ja, mit schwarzem Balk. Können wir gerne mal aufmachen. Die Regie sehe ich gerade nicht da. Mit Echtlederbalk. Schöner Smoker, ist wirklich ein schöner Smoker. Und da wird auf jeden Fall vom Bienenruck wird's noch was geben im neuen Jahr dann. Ja. Neue Werkstatt haben wir auch da. Servus! Wo bist denn die ganze Zeit, du? Ja? Konnte jeder machen, liken und kommentieren, da lassen, kostet ja nichts. Genau, Nebelwand. Genau, das ist eigentlich das. Das ist aber das, was die meisten oder viele einfach gar nicht wissen oder vergessen. Ich kann nur appellieren, ja, und nicht nur bei mir auf dem Kanal, sondern wenn ihr einen Kanal schaut, der was sagt, hey, das ist, ich finde das gut, was der da macht, ja, dann lasst ein Like da und lasst auch, wenn es geht, einen Kommentar da. Schreibt es einfach. Und das ist auch für den Creator, ja, ist das eine Bestätigung, ja, dass die Aufrufzahlen, ja, das könnte jetzt einer sein, der rübergeskippt ist, ja, oder sonstiges, aber wenn da ein Kommentar da ist, ein netter oder so, das, ich finde schon, das unterstützt die Creator schon, ja, also ich, für mich ist das schon wichtig, ja. Neue Biene, macht im kommenden Jahr weiter, ja, ja, natürlich. Vielleicht wird das noch der längste Stream des Jahres. Nee, das glaube ich nicht. Wir haben jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Stück. Wir haben jetzt nur 12 Gewinne. Ich denke, das ist absehbar. Ja. Ein halbes Stündle noch vielleicht wahrscheinlich. Wir kommen bestimmt um 4 Uhr ins Bett. Ja, da kommen wir vor 1 Uhr ins Bett. Letztes Mal haben wir um 2 Uhr ins Bett. Ja, weil wir ja, wie gesagt, sehr viele dieser Sachen heute noch fertig machen für den Versand. Ja.
Nein, Lukas, dieses Mal ist kein Stockmeißel von mir im Versand, weil ich das zeitlich einmal nicht geschafft habe. Timer. Kennen wir den? Ja. Ja? Der Apisep. Apisep. Der mit dem Sturmschaden. Der mit dem Sturmschaden. Genau. Also gestern, beim letzten Livestream habe ich das gezeigt, da ist im Sepp ist Bäume, ist auf drei. Was? Eigentlich heißt du nicht Sepp. Nein, eigentlich heißt du nicht Sepp, ne? sind ihm drei Bäume auf die Beuten gefallen, ja? Jetzt wieder ab, komm. Jetzt komm, Sepp, jetzt schreib, du bist da. Stopp. Ja, Sepp, aber fürs Protokoll, ich weiß, ich habe dich gelesen. Fürs Protokoll. Da ist er, hier ist er. Ich habe vor dir gelesen. Also. Ich habe nämlich schon drauf gedruckt. Das ist nämlich gehängt bei euch. Gehängt. Gehängt ist. Also ab. So. Komm. Jetzt hast du wieder ausgeschlafen, gell? Hat wieder ausgeschlafen, ja. Also ab, Isepp. Hau raus. Eine Losnummer. Wir haben einen Hafer-Sepp, einen Bienen-Sepp, Api-Sepp. Du bist ein Sepp. Ich bin ein Sepp. Gespeichert. Oh. Und? Was gibt's? Die letzte Ligustica-Königin vom Mossal. Sepp, also, das ist die letzte Ligustica-Königin vom Mossal. Ja? Ich würde das einfädeln, dass ihr euch gegenseitig da kontaktieren könnt. Ich denke, ihr könnt es sogar brauchen. Ich denke schon. Der Tammer. Weiter. Eddie ist auch noch da, ja? Der Varrox Eddie ist auch noch da, ja? Und der Gummigrissen. Ja. Fingernägel haben halt einfach nur das Beste für Gummis. Das. Ich bin am Start. Oleg. Was? Was? Jetzt hast du Oleg gesagt, ich meine, es geht los. Jetzt will ich stoppen. Jetzt. Ja? Das wo geht's nach hin? Ist nicht so weit. User-DY8WU7YP6T, wenn ich sagen darf. Ludwig. Komm, Ludwig, schreib mal und dann klären wir das, ob du der echte Ludwig bist. Okay? Ludwig! Wuhu! Tipp was? Ludwig. Jetzt geh in die Kerbel, was liegt ab jetzt? Vicky. Komm, Ludwig. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Da ist er. Die 38. Passt, oder? Ja, das ist er. Das ist er. Die 38. Zack. Speichern. Aber ich glaube, das Verlosesystem hat sich durchgesetzt. Mit die Lose da drin. Die soll ich da so reimen. Ja? Beim ersten Mal. Ja? Ja, da war das mit der Lose nicht oder so. Was gibt's? Einmal ein Imkerkalender und eine Lindesa-Creme und eine Lindesa-Lippenpflege. Also ein Lindesa-Set. Ja, das habe ich schon gespeichert. Du kriegst ein Lindesa-Komplett-Paket. Ja? Hätte ich gesagt. Hast du 38? Hab ich schon. Da und der nächste. Ich bin schon startklar für die nächste Runde. Ja. Ein Gummi. Jetzt habe ich gar nicht hingeschaut, ob die Kamera eine bessere Auflösung hat. Weil dann wird vielleicht in Zukunft. Jetzt ladet er wieder. Jetzt ladet sie. Power Charging. Den kennen wir doch auch. Der wird jetzt auch zum Beispiel über die All Powers Power Station geladen. Und da ist das Power Charging. Die kann ich auch nicht einmal 15 Minuten wieder vollladen. Was? Start. Ja. Reinhard S. Reinhard S. Der ist auch immer da. Ja. Der ist auch immer sehr
Wir haben aber gleich zwei Reinhard, oder? Wir haben drei Reinhard. Aber der Reinhard S haben wir bloß einen. Schiri, ich steck da nicht drin, was Schiri da los? Schiri zieht im Probstberg. Das können wir leider nicht. Ich drück den Kopf, weil er da ist. Das, Pause. Das kann ich leider nicht beeinflussen, nicht einmal annähernd. Mach dir keine Gedanken über die Auflösung, wir sehen beide scharf aus. Nee, aber. 36. Da haben wir übrigens am Daumen gehauen, ja. Doch, die ist besser. Unseren Hund kann man die Krallen nicht schneiden. Geht nicht, dann bitte. Ja, weil er dann blutet wie ein Schwein. Ja, weil seine Blutbahnen so weit für die Gänge. Ja. Aber so. Er hat aber auch keine Probleme damit. Aber das hört sich halt jetzt hier am. Das ist bloß der Laminat. Auf dem Laminat hört man es halt, ja. Was, ich glaube, die Glücksfee ist mit dem Picker verwandt. Wer? Nee. Wer? Mit dem Picker. Wer ist der Picker? Ah, mit dem Random Picker. Sterb. Ja, du. So, dann haben wir wieder ein Lindesa-Package. Zweimal Lindesa, zweimal Lindesa-Lippenpflege und zweimal Gummibärlis. Die 36 war das? Ja, ich war jetzt irgendwie, ich war jetzt irgendwo woanders. So, jetzt. So, und dann gleich das nächste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir noch. Ganz unten eins rausfummeln. Das ist eigentlich wurscht, weil so wie du das aber umrührst, hast du immer. Ist egal. Jetzt ist er wieder müde. Was? Jetzt ist er wieder müde. Ein Österreicher. Also. Okay, sag. Hochspannung 10 kV. Hochspannung 10 kV. Der, wo den Smoker gemacht hat. Genau. Also du kannst dich schon mal nicht mehr selber ziehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, ja, ich bin schon froh. Schau, vor mir haben wir letztes Jahr 80 kleine Paketchen gemacht. Gottes Willen. Gottes Willen. Mitternacht. Ja? Da ist er doch schon. Stopp. So, hau raus. Nice. Die ist 27. Die steht am Kopf. Also wer den da gewinnt oder sonstiges, das wird ja zugeschickt. Ist es? Was? Der Eddy. Nein. Einmal Zwischenstück Adapter vom Bienenvolk. Oh, da, das schickt auch der Bienenvolk raus. Da teile ich dir aber bitte die Adressen, tausche ich, also die gebe ich weiter. Dann meldest du dich beim Bienenvolk, weil da geht es um den Zwischenadapter, der eigentlich für die Segeberger Beuten ist. Und da geht es jetzt auch darum, dass du dich mit ihm in Verbindung setzt, weil ich ja nicht weiß, hast du Segeberger? Ja? Und aus dem Grund, und so wie ich den Herrn kennengelernt habe, ja, am Stand, bin ich mir sehr, sehr sicher, hat er mit Sicherheit auch was, also falls das überhaupt nichts wäre für dich, hat er, ich bin mir eigentlich sehr sicher, ich habe mit ihm da nichts abgesprochen oder so, aber ich glaube, ich schätze den gut ein, dass er da mit Sicherheit was hat, das du dann auch für dich gebrauchen könntest. Ja? Ist natürlich immer das Risiko mit solchen Preisen. Ja? So, nächstes. Und das war übrigens für mich ein ganz ein aufschlussreiches Gespräch, muss ich auch sagen. Was? Inas Bienenkorb. Inas Bienenkorb. War sehr aufschlussreiches Gespräch für mich, weil jetzt weiß ich auch, wieso Segeberger nicht Segeberger ist und wieso manche Teile perfekt passen. Also bei einem gibt es überhaupt keine Probleme, beim anderen gibt es extreme Probleme. Ich hatte ja wirklich Probleme, ja. Man sieht es ja in den Videos, also beziehungsweise die Regie hat Probleme, dass halt der B-Space überhaupt nicht passt. Und mit dieser Adapterplatte, die er mir da mitgegeben hat und diese Halbzeigen, sollte jetzt das B-Space-Thema endlich behoben sein und es sollte einfach laufen. Und mit dieser Adapterplatte kann man auch
Die kann man auch als Klimadeckel verwenden. Ja? Und da bin ich eigentlich wirklich schon gespannt drauf. Was haben wir? Was haben wir? Das Gesundheitspaket von Biobi. Oh, das hier? Ja. Das ist das, wo die Firma fast zusperren müsste, weil der Gottfried die... alle lag sofort. Alle leer. Also, das, ich kann dir das mal zeigen, Irina. Ich Gottfried hat gemeint, das ist für einen Durst. Ja, der Gottfried hat wirklich gedacht, das ist für einen Durst. Das ist sogar ein großes Paket. Also, das ist wirklich... Das ist das Neueste, was wir haben. Das ist das Neueste vom Neuen. Ich packe das mal vorsichtig auf. Also, du siehst, das ist jetzt nicht nur eine Ampulle, sondern das sind... ganz viele. Ja. Und du brichst im Prinzip erst... Ich nehme mal eins raus. Du brichst erst eine Seite ab, nimmst es im Mund und dann brichst du die andere Seite ab, dann kannst du trinken. Oder du brichst ab und lässt es in ein Glas laufen. Ist ein richtig cooles Zeug, ja. Das ist Power. Das ist mal Energie pur. Von unseren Bienen. Das mag gut einpacken. Nächstes. So. Habe ich das schon rausge... Ja, habe ich. Also ich bin gespannt, Irina. Also ich mag die. Ina. Ja. Was? Ina. Ina. Wie komme ich auf Irina? Warte mal. Ich glaube, ich brauche langsam eine Brille. Oh. Kamera. Gehen wir auch? Mhm. Okay, dann. Was? Der Dirk Unverzagt. Dirk Unverzagt. Komm jetzt, hau raus. Du und dein Speer, was du mir geschickt hast. Das Teil liebe ich mittlerweile und ich glaube, ich brauche einen zweiten, weil der ist super für die Kinder in den Schach zu halten. Ja, ist wirklich super. Da haben sie Respekt davor. Jetzt lege ich da unter das Kopfkissen. Ja? Da ist er. Micha, bin hier. Michse, bin hier. Michse. Ja, ich, siehst du das, wie groß das ist? Du hast meine Brille noch nicht, ob du lesen kannst. Ich habe auf diesen kleinen Monitor. Drückst du auf Stopp vielleicht? Ja, ich drücke auf Stopp, aber er ist ja hier. Ja. Habe ich drei Monitore. 30. Nummer 30. So. Speichern. Warte mal. Mikro geht noch, ja? Meinst du das auch noch an? Ja. Was haben wir? Was heißt U? Einmal ein Etikettendesign vom Robert von Honig Etiketten. Oh! Dirk, das ist doch was du brauchen kannst, oder? Also, du kriegst einmal vom Etiketten, weißt du, etiketten.de vom Robert, ja, mit dem ich ja jetzt halt mittlerweile schon, ja, 2 Jahre ist her, seitdem habe ich die Etiketten von ihm, kriegst Etiketten, also ein komplettes kriegst du Design von ihm. Und das freut uns. Und was natürlich cool ist, ja, weil du ja auch YouTube hast, du kannst uns danach deine Etiketten zeigen, weil da bin ich schon sehr gespannt drauf. Was du sagst, vor allem du hast ja den Vorteil, du hast ja schon ein Logo, ja? Aber bitte sei sehr kreativ, weil die haben wirklich, die können alle Joker ziehen, ja? Das ist irre, was die können an designmäßig, auch an der, nicht nur designmäßig, sondern normalerweise gibt es ja immer Einschränkungen, entweder Design oder Fertigung, aber die sind ja wirklich extrem offen, in der Fertigung, im Design, das ist ja wirklich, die können richtig auf die Kacke hauen, ja. Timer. So. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man das ausspricht. Wie? Lass an. Ah, das ist der... Ja, den kennen wir. Ja, ich kenne ihn. Warte mal. Also in Schäufele. Ne? In Schäufes. Schäufs, oder wie das heißt. Schäufes. Ja. Und Josef. In Josef. Ah, ich sag Schäufele. Schäufele, das kennt man. Als Josef kennt man auch Schäufele. Ja. Schäufele war mal wieder gut. Ja, Schäufele war was kurz. Schäufes, hier. Hier. Ist er. Stopp. Wo ist der Eddie versteckt? Haben wir für den Eddie überhaupt da los? Ja, das wär's jetzt. Irgendwo in Schuhe da, ich weiß nicht mehr wo. 22 wieder. Ja, ich kann mir doch das nicht alles merken, was da drin ist. Halt, falscher Knopf. Ah, Mist. Ja. So. Warte mal. Ah, was? Ich habe jetzt gerade irgendwas gedrückt. Oh Gott. Das hast du jetzt wieder verstellt. Ich habe jetzt was. Deswegen ist ja das Pult verschwunden.
Jetzt ist wieder da. Mein Gott, na! Mein Gott, na! Jetzt. Was ist drin? Ein Varroa-Stopp vom Karl Jenter. Oh! Josef? Von Josef zu Josef. Ist er Josef, oder? Ja. Also, weil ich teste dieses Teil ja dieses Jahr auch. Das ist ein Set, da sind zwei Stück drin. Du kriegst auch die Hölzer dazu, die haben wir ja auch da, oder? Ja. Du kriegst die Hölzer dazu zum Testen. Also wenn du das testest, bitte, 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 lass mich da auch teilhaben und schreib mir, wie es bei dir geklappt hat, weil das ist auch sowas, wo ich ein bisschen mein Ding drauf lege. Was willst du jetzt? Ich habe nichts gemacht. Soll ich nebenbei jetzt meinen Würfel lösen? Also, das ist verstellt. Ja? Konzentriere dich durchs Wesen. Ich konzentriere mich, ich bin voll da. Ja? Man kann keinen Würfel ungelöst einfach so liegen lassen. Das tut man ja. Das tut so einen Würfel weh. Ja? Gut, dass du ihn von mir gekriegt hast. So. Na, den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Ich bin stark, klar. Thomas D721. Thomas D721. Da ist er. Stopp. Ja. Ich bin da. Mhm. Ich bin voll da. Ich habe die erste Lage fertig. Wollte nur mal so erwähnt haben. Die 47. Dann haben wir den nächsten Bienenanhänger von Peter Goldbiene. Oh, also du gewinnst auch, um ihn mal nochmal zu zeigen, so einen Anhänger hier. In Silber. In Silber. Also eine Biene in Silber, handgefertigt von einem Goldschmiedemeister ja, aus Berlin, von Peter. Der auch übrigens hier im ja, Chat den, ist. Den kann man besuchen, wenn man es Tropical Island von. Zweite Schicht ist fertig. Nächstes. So, jetzt warte mal. Ich muss hier sortieren erst. Du tust deinen Timer erst einmal her. Ja, ich tue meinen Timer wieder her. Stopp. So, ja, ich bin stark, klar. Was denn? Werner? Unglaublich. Das ist jetzt nicht nochmal. Nicht schlecht. Schlecht. Der Apisep. Apisep. Nochmal. Du darfst nochmal zum Bademeister. Nicht schlecht. Jetzt wird wahrscheinlich schon ins Bett gegangen, sind wir schon Brunnen aus. Apisep. Na, da ist er. Mach Pause. Okay. Stopp. So. Hier ist er. Da, hier ist er auch nochmal, brauchen wir. Die oberste Reihe ist auch fertig. Doppelglückwunsch. Ah, ich weiß leider nicht mehr im Kopf. Was? Aber ich glaube, der Sepp hat normal genau zwei Lose gehabt. Das ist krass. Zwei Stück hintereinander. Alter Schwede. Sepp, ich darf mal Lotto spielen. Das wäre vielleicht mal was. Ich hier. Rana Rana San, hallo, gibt es Trostpreis? Ich war jetzt 3 Tage in U-Haft und konnte nicht teilnehmen. Das ist jetzt schwierig, das ist wirklich schwierig, aber was? Ich weiß, was hat am Feuer gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Jetzt haben wir einen Imkerkalender, einmal in dieser Creme und einmal in dieser Lippenpflege. Hat er das nicht gerade schon gehabt? Hast du das gerade nicht auch schon gewonnen? Hast du nicht gerade schon irgendwas mit Lindesa gehabt? Ich weiß nicht mehr. Okay. So, und jetzt machen wir fertig. Hast du die 41 weg? Nein, hast du nicht. Hab ich nicht. Schlamperst schon wieder. So, jetzt haben wir noch 3 Kuvertel und irgendwo ist der Varrox-Eddy drin. Na, eine Königin hat er doch gewonnen. Ah. So, also,
Halt immer so was los. Dreh, drehen, links, nach unten, drehen, drehen, nach oben, ausrichten, drehen, fertig. Gelöst. Was ist neu? Das ist nicht so, oder? Wie ist das? Eine Südtiroler, schon wieder. Aber eine andere. Eine andere, eine Südtiroler. Was ist das? Eine Südtiroler, ja. Was ist das? Der ja. Vollkomm. 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 Vollkomm to the welcome. So, Eddie, bitte hier. Zu mir. Stopp, Pause. Ja, ich bin doch. Jetzt machen wir mal auf die letzten drei lose, keine Hektik, keine Panik. Ja? Also, welche willst du? Du hast drei Chancen. Das ist an dem Dorf. Ja, nicht drei Chancen, du hast drei lose. Ja. Ich war kurz ein bisschen schockiert, unser Hund war fast vor der Couch gefallen. Ja? Also, 6, 31 oder 45? 45 will er. So, was haben wir? Das Überraschungspaket. Überraschungspaket. Völker, ich würde es dir gerne verraten, was du kriegst, aber... Ich weiß, dass Lindesa-Creme drin ist. Es ist ein Überraschungspaket. Da, wenn du es mir nicht glaubst, steht hier drauf. Überraschungspaket. Völker, du bist ja öfters mal hier. Du kannst uns ja da mitteilen, was du bekommen hast. Weil ich kann es dir auch nicht sagen. Wer schreibt? Patricia Weiß hat die E-Mail geschrieben. Patricia? Bestimmt eine Nette. 23 und 10 bitte in Wals. Okay, das kriegen wir hin. So, nächstes. So, jetzt haben wir noch zwei. Timer. Jetzt haben wir 50-50 Chance, wir haben Eddie gekriegt. Hund? Vicky? Der schmeißt Kamera um. Unser Hund völlig... Was macht er denn jetzt? Der kratzt sich gerade. Auf der Decke. Auf der Decke, ja. Weil die Decke liegt da, weil da geht ein Kabel darüber, dass er die Decke nicht wegreißt. Aber ich habe jetzt ein bisschen die Angst, dass er dann die Decke so weggrabt, weil er will sie hinlegen und reißt hier alles nieder. So, hast du das? Ich bin Stakler. Dann haben wir einen Werner K. Werner K. Unglaublich, Sand. Da, der Wartoni schreibt schon, also wir bräuchten für was? Stop. Werner K. ist da. Stopp. Pause. Ja, wir brauchen für Martin der Dantbeute. Wir brauchen für Martin eine der Dantbeute. Martin, ich glaube, die Challenge gehen wir an. Ja, die gehen wir an. In Wels gehe ich die an. Ja, da werden wir schauen, in Wels werden wir da irgendwo irgendjemanden der Dantbeute. Aus der Rippenlein. Das hört sich so böse an. Verhandlungsbasis. Also lieb nachfragen. Bam, 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 bam. Was hat er? Ein Weihrauchs-Eddie. Wo geht der hin? Nicht nach Österreich. Nicht nach Österreich, es wäre egal. Ja? Deutschland. Also, du hast gewonnen einen Weihrauchs-Eddie. Also nicht diesen hier, ja? Das weil das ist meiner. Den habe ich rein als optisches Ausstellungsstück, das ich euch zeigen kann. Hier, du kriegst einen niegelnagelneuen, also nicht meinen, du kriegst einen niegelnagelneuen Weihrauchs-Eddie direkt von Andermatt zugesendet. Ich gebe die Nummer weiter, also deine Adresse und so. Und dann wird sehr wahrscheinlich Andermatt das an dich weiterleiten. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr zuverlässig. Und das läuft, ja. Das Letzte. So, was war das jetzt für eins? Die 6. Das war die 6. So, dann haben wir das letzte Los für heute. Das allerletzte Los. Ohne Gummi. Ohne Gummi, macht nichts. Und wer ist es? Ja? Sollst du das lesen können? Das kriege ich schon. Ja, ich weiß, da hast du das. Okay, Start. Der Levidei. Levidei, bitte melden. Beim Bademeister. Janine K. Oida, schreibt's. Honig, Frau Kerstin. Ja, tut mir leid. Da ist er. Wie gesagt, also wenn es nach mir geht. Also Aussucher brauchst du nichts mehr, ich mach gleich mal auf. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde am liebsten jeden
jedem von euch was schenken, ja. Und das ist nämlich auch mein Ziel. So. Das ist mein Ziel fürs neue Jahr, dass ich in meiner Community versuche, das ganze Jahr hinweg immer für meine Community was zu haben und denen was zukommen zu lassen. Die letzte Pinstock-Karte. Die letzte, du kriegst eine Pinstock-Karte. Und von dem her, es wird sich lohnen, dran zu bleiben. Aber wie gesagt, ja, ich kann die Welt auch nicht so retten. Dann sind wir raus, oder? Mhm. Weil wir gehen jetzt gleich über in den Versand im Prinzip. Wir verpacken jetzt einiges. Wir drucken jetzt Versandmarken aus. Also das geht jetzt alles ratzifatzi. Wünsche euch allen noch wirklich schöne Zeit. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Vielleicht mache ich Silvester noch so einen kleinen Livestream vom Handy aus oder so. Aber da sind wir nicht zu Hause, wenn dann einfach nur vom Handy aus, ja, unterwegs ein bisschen. Wenn nicht, wünsche ich euch wirklich, wie gesagt, einen guten Rutsch. Ich wünsche euch eine gute Überwinterung. Möglichst wenig Verluste bis gar keine. Und wenn es wirklich stark brennt, ja, und ihr braucht Hilfe, dann schreibt mir eine E-Mail mit eurem Namen und allem drum und dran, was ich natürlich auch veröffentlichen darf. Also ich werde nicht alles, das ist eh klar, aber dass wir halt die Informationen rausgeben und wie ich euch helfen könnte unter Umständen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich kann es zumindest versuchen, dass ich nachfrage, dass ich nachschaue, was ich habe und sonstiges. Und ja, wie gesagt, das Hashtag gemeinsam statt einsam ist nicht nur ein Wort. Das ist übrigens nicht auf mein Gemiss gewachsen, dieses Hashtag, sondern das ist ein Hashtag, das stammt vom Herrn Tumpfinger. Ja, der Herr Tumpfinger hat dieses Hashtag ins Leben gerufen und ich finde den Hashtag sehr, sehr schön und deswegen haben wir den seit über einem Jahr. Und, liebe Regie, was machst du da? Hallo? Bist du schon beim Versenden oder was? Nein, ich muss da Hals draufschreiben. Ja? So, jetzt schauen wir schnell, was hier noch steht. Schönen Abend doch, Dirk Unverzagt, ciao, ciao, danke für euren Einsatz, vielen Dank, frohes neues Bienenjahr. Wie gesagt, ich versuche natürlich unterm ganzen Jahr, dass ich euch auch sowas zukommen lasse, alles was ich Überschuss habe, alles was ich im Prinzip von irgendwelchen Herstellern bekomme, schenke ich euch, gebe ich weiter, ja, weil, ja, was will ich mit allem? Und geben ist besser wie nur nehmen. So, dann schauen wir mal. Einen guten Rutsch. Ja, was ist? Du sagst aber Wölz. Wölz. Es ist Wölz. Ja, ein Wölz. Der Rex hat geschimpft. Ja, weil ich bin in Bayern. Das heißt Wölz. Es ist ein Waller. Es ist ein Franke. Das ist ein Franke. Rex, du bist ein Franke? Ich weiß, dass der Rex ein Frank ist. Beim Rex müssen wir noch Pizza essen, testen. Pizza essen? Ja, weil er hat die beste Pizzeria und ich sage, ich habe die beste Pizzeria. Das ist ja die. War aber Karl Münz. Also Karl Münz, die Pizzeria ist wirklich, das ist eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. Also die Pizzas, die Salate, die Lasagnen, egal, also es ist der Hammer, sagt ihr. Und wenn es im Frankenland eine Pizza gibt, die da mithalten kann, also eine Pizzeria, lecco mio meda. Dann sage ich in Zukunft Wels und nicht Wölz. Weil das heißt nämlich Wölz, wir sind in Bayern. Mhm. Und Wölz liegt in Österreich. Ja? Was, wenn es nicht heiß ist? Warum Tumpfi ist der heiß? Ich glaube schon, dass der Tumpfi schwitzt. Meinst? Und ich bin jetzt raus. War wieder Wahnsinn. Ich finde es immer noch krass, dass das erste Los der Honigapfel war. Ja, ich weiß, im Fürth. Der Honigapfel war und dass der Tumpfi, dass du wirklich die Waage hast. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich crazy. 26 und 43 in einem Paket. So, dann schalte ich aus und leg los. Dass ich heute ins Bett komme. Das Ziel ist, 1 Uhr will ich im Bett sein und schlafen und morgen dann um 10 Uhr die Paketstation überfallen. Ja? Oder wir fahren es direkt hin, oder?
Aber machen wir eine Post offen, oder? Ja, 26. Die fahren wir direkt dann hier, oder? Die fahren wir direkt hier. 26. Tschüss. Du darfst auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Da winkt man hin. Ja, da winkt man hin. Ich muss jetzt da winkt man hin. Schalt das. Da winkt man hin. Bring mich jetzt nicht durcheinander da. Ich bin schon am Sortieren. Auf was? Es ist gerade eine E-Mail gekommen. Das ist eine E-Mail gekommen? Das ist in einem Paket. Ja, okay. Also, wenn ihr sowas machen wollt, noch, dann schreibt es bitte E-Mail, weil es geht wirklich jetzt ratzifatzi. Ja? Wenn es gemeinsam ein Paket wird oder, dann jetzt aber ganz schnell eine E-Mail. Ich warte jetzt noch so 10 Minuten und dann werde ich das prüfen, aber das kriegen wir hin, hätte ich gesagt. Ciao. Beenden.